dieser traditionsreichen Flensburger Werft begrüßen darf und muss zunächst einmal der Münchner Sicherheitskonferenz ein Kompliment aussprechen für die Townhall-Meetings, die mittlerweile ja schon weit über, der Begriff Zeitenwende hat ja mittlerweile schon weit über das Berliner Politikgeschehen in ganz Deutschland eine Bedeutung und betrifft eigentlich jeden in den vielfältigen Aspekten des Alltags, denn seit dem Ukraine-Krieg hat sich vieles für alle verändert, auch in den Orten, in den Gemeinden, auch hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der FSG in Flensburg, auch für Unternehmer, die steigenden Zinsen, die Inflation, die höheren Kosten, aber auch viele andere Herausforderungen, die wir alle hier meistern müssen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, der Klimawandel mit allem, was dazugehört. Und das sind alles große Herausforderungen für die Menschen, die sich jeden Tag da Sorgen machen und damit klarkommen müssen. Die Werft, und das ist ein Punkt, den ich hier in dem Zusammenhang erwähnen möchte, ist ja 1872 gegründet worden. Und das war ein Jahr, nachdem Otto von Bismarck den deutschen Nationalstaat ausgerufen hat. Und wenn man sich mal überlegt, was seitdem passiert ist, Demokratie, dann Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dann Wiederaufbau, Zerstörung, Wiederaufbau, Weltwirtschaftskrisen. Und das alles haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menschen hier in Flensburg, meistern müssen. Da gibt es, glaube ich, viele Zeitenwenden oder viele Situationen, wo der Begriff Zeitenwende ebenfalls passt. Und während der 150-jährigen Geschichte der FSG, bei all diesen enormen Herausforderungen, die letzten 150 Jahre den Menschen gebracht haben, hat die Werft es hier immer wieder geschafft, sich diesen Herausforderungen zu stellen und sich neu zu erfinden. Auch heute sind wir in einer Situation, wo die Herausforderungen auch große Chancen bieten. Die FSG hat, was viele vielleicht gar nicht wissen, eine Vorreiterrolle gehabt und auch immer noch, wenn es um den Bereich grüne Technologien geht. Und wir hier in Flensburg sind aktiv mit an vorderster Front dabei, wenn es um die Umsetzung geht des Klimawandels. Wir sind dabei, gerade eine LNG-Fähre hier zu bauen in Flensburg. Nicht die erste, sondern die erste LNG-Fähre überhaupt wurde in Flensburg mitentwickelt und gebaut. Und die Werft wird auch sich viel stärker um das Thema Offshore-Wind kümmern, wo Deutschland einen großen zusätzlichen Bedarf hat aufgrund der Energiewende in den nächsten Jahren. Und deswegen, glaube ich, können wir hier in Flensburg, aber auch die Deutschen insgesamt, trotz der Herausforderungen mit Optimismus in die Zukunft schauen. Ich selbst sehe immer zuerst die Chancen und die Möglichkeiten, die sich durch die Herausforderungen jetzt uns bieten, und freue mich sehr, hier als Gesellschafter der Werft mein Möglichstes zu tun, damit wir noch weiter 150 Jahre in Flensburg Schiffe bauen können und auch in neuen Technologien uns engagieren können. Nochmal vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind, und ich freue mich, dass wir hier eine spannende Diskussion haben. Es ist übrigens die 16. Townhall-Veranstaltung, die in allen Bundesländern Deutschlands stattfindet, und freue mich ganz besonders, dass wir das heute hier in der Werft machen können, und danke Ihnen fürs Kommen. Haben Sie einen schönen Abend. Deutschland steht wieder vor neuen Herausforderungen. Wir
zogen die Lehren aus unserer Geschichte und bauten unser Land neu. Das Fundament dafür war das Grundgesetz. Eiserner Vorhang und Mauer teilten uns, doch wir konnten uns behaupten und wurden für andere Freunde und Partner. Manch schwierige Entscheidung führte zu Konflikten und musste doch getroffen werden. Versöhnt mit unseren Nachbarn erlebten wir den Mauerfall. Die Wiedervereinigung war ein Glücksfall auf dem Weg zu einem einigen Europa. Neue, schwere Prüfungen waren zu meistern. Gemeinsam verteidigten wir die Freiheit in und außerhalb Europas. Immer waren wir offen für Gespräche und offen für Menschlichkeit. Nach Putins Überfall auf die Ukraine erleben wir jetzt eine Zeitenwende. Was tun wir dafür? Stellen wir uns der Verantwortung? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es gelingt mir, den Regenlärm zu übertönen. Mein Name ist Christoph Heusgen. Ich bin der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und wir freuen uns als Münchner Sicherheitskonferenz, dass wir auf unserer 60. Station hier in Flensburg sein dürfen. Vielen Dank, lieber Windhorst, dass Sie diese großartigen Räumlichkeiten, wenn man das so sagen darf, zur Verfügung stellen. Es regnet auch nicht durch und wie Minister Habeck zu Beginn sagte, Flensburg ist der Ort in Deutschland, wo es am häufigsten aufhört zu regnen. Hoffen wir darauf, dass das auch geht. Verstehen Sie mich in der letzten Reihe? Es geht. Also wir werden unsere Veranstaltung beginnen. Ich sagte, wir sind auf der 60. Station unserer Tour der Zeitenwende. Wir haben vor einem guten Jahr damit begonnen. Wir waren in Ostdeutschland, in Leipzig und Cottbus, wir waren in München und Friedrichshafen, wir waren in Hamburg, wir waren in Furt im Wald, wir waren in Neuss und wir waren in Mainz und an vielen anderen Orten und wir sehen immer wieder, dass die Menschen Interesse haben an diesen Veranstaltungen, egal wo wir hinkommen, wir sind sozusagen ausverkauft und wir bedanken uns sehr auch bei unseren Partnern hier aus den Medien, dass sie uns helfen, diese Veranstaltung auf die Beine zu bringen. Zeitenwende, Sie haben es in dem kurzen Einspieler gesehen, unser Land hat einige Zeitenwende mitgemacht, von der Gründung unserer Republik, von der Westbindung zur Wiedervereinigung mit totalen Neuorientierungen und eine weitere Zeitenwende, wie Bundeskanzler Olaf Scholz es am 27. Februar des letzten Jahres verkündet hat, war der Angriff Russlands auf die Ukraine, das war der Überfall eines Landes in Europa auf ein anderes Land, die erstmalig seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass ein Land das Existenzrecht eines anderen in Europa nicht anerkennt und welche Folgen müssen wir daraus ziehen? Der Bundeskanzler hat das in seiner berühmten Rede ja auch gesagt und seither ist auch einiges erfolgt, aber wir erleben immer wieder, dass die Menschen Fragen haben, warum müssen wir so viel Geld in die Hand nehmen für die Verteidigung, warum unterstützen wir die Ukraine, gibt es nicht eine schnelle Verhandlungslösung? Und um diese Themen und andere zu besprechen, machen wir unsere Zeitenwende on Tour, sind heute hier in Flensburg und ich freue mich sehr, dass Frau Gloger bereit erklärt hat, heute diese Veranstaltung zu moderieren und ich übergebe Ihnen hiermit das Mikrofon. Ich stehe kurz auf. Katja Gloger, bin freie Journalistin, habe mich mein Leben lang mit Russland und seinen Präsidenten beschäftigt. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, heute mit Ihnen über die Zeitenwende zu diskutieren, über all die Fragen und Probleme und Sorgen,
die uns alle umtreiben. Und wir sind hier in einer ganz an einem ganz wunderbaren Ort. Ich habe es gelernt und mir aufgeschrieben. Station Nummer 9 der zentralen Schiffbauhalle der Werft. Hier hinter uns liegt die Neubau Nummer 784, die seit Anfang des Jahres gebaut wird hier. Ein Roll-on, Roll-off. Schiff, eine Fähre, die dann, wenn sie fertig ist, Ende dieses Jahres hoffentlich über 200 Meter lang ihren Weg Richtung Australien antreten wird, um dort im Pendelverkehr zwischen Australien und Tasmanien, welch ein Wort, eingesetzt zu werden. Welch ein schöner Ort für eine ernsthafte Diskussion. Was haben wir mit Ihnen vor? Wir werden untereinander, die Gäste stelle ich Ihnen gerne noch einmal vor, ungefähr eine halbe Stunde diskutieren und sprechen und würden dann sehr gerne ganz schnell zu Ihnen ins Publikum geben, denn wir wissen, dass Sie viele Fragen haben, die Sie umtreiben und die uns helfen, uns allen helfen werden, so voneinander zu lernen und miteinander zu lernen. Und das Ganze werden wir dann in der zweiten Hälfte noch einmal wiederholen. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung, auf Ihre Fragen. Damit darf ich mich wieder hinsetzen, dieser Hälfte den Rücken zukehren, tut mir leid, und Ihnen Dr. Robert Habeck vorstellen, einen freien Schriftsteller im Koalitionskorsett. Dem freiwillig gewählten Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Sie haben nichts weniger vor, als die größte Transformation unseres Landes unter verschärften Krisenbedingungen mitzugestalten. Harte Wochen waren das für Sie. Jetzt holen Sie sich ein bisschen Optimismus auf einer Sommertour mit dem Titel Was? Nee, Wer, wenn nicht hier? Also wer, wenn nicht hier in Flensburg? Herzlich willkommen, Robert Habeck. Mit uns ist in alphabetischer Reihenfolge Metin Hakverdi, vertritt die Sozialdemokratie, seit 2013 für die Sozialdemokraten im Bundestag, im berühmten Wahlkreis Hamburg, Bergedorf-Harburg, direkt gewählt. Sie sind in der Tradition Ihrer Vorgänger, wer war es, Herbert Wehner, Helmut Schmidt und Hans-Ulrich Klose. Sie haben Schuhe zu füllen, sind Mitglied im mächtigen Haushaltsausschuss, aber auch Berichterstatter Ihrer Fraktion für China, für die USA, Russland und den Brexit. Herzlich willkommen, Herr Hakverdi. Botschafter Christoph Heusgen haben Sie schon kennengelernt, Spitzendiplomat der Republik, nun Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Ab 2005 war er der außenpolitische Berater der Kanzlerin, von Kanzlerin Merkel. Und natürlich wird er sich die Frage gefallen lassen, vielleicht auch die Kritik, ob wir als Regierung, als Land im Umgang mit Putins Russland nicht einige dann doch größere strategische Fehler gemacht haben. Dort nämlich, wo seit 2014 ja de facto schon Krieg herrscht. Und für die erste Runde abschließend Frau Dr. Sarah Kirchberger, eine der wenigen in der Republik, die, so habe ich gelernt, Mandarin und Finnisch sprechen. Das muss man nun auch erstmal hinkriegen und sich ansonsten auch noch auskennt, und das muss ich jetzt einmal lesen, mit hydrodynamisch optimierten U-Boot-Hüllen der chinesischen Marine. Sie sind die langjährige Leiterin der Abteilung Strategische Entwicklung Asien-Pazifik des Instituts für Sicherheitspolitik der Universität Kiel und seit Juli dieses Jahres auch akademische Direktorin dieses Thinktanks. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit uns sind. Herzlich willkommen. Frau Kirchberg. Herr Habeck, als Vizekanzler, der seit anderthalb Jahren, wie wir alle, intensiv
die Ereignisse in der Ukraine verfolgt, Putins allumfassenden Angriffskrieg auf einen souveränen Staat. Wir sind nun fast in Tag 600 dieses Krieges. Wie schauen Sie auf die Entwicklung? Wie schauen Sie auf das, was da gerade passiert? Erstmal schönen guten Abend und vielleicht darf ich das für die Flensburgerinnen und Flensburger sagen. Schön, dass so viele Gäste zu uns gekommen sind. Wenn Sie meinen auf das, was jetzt gerade passiert, natürlich mit der doppelten Sorge. Einerseits, dass ich von Herzen wünsche, dass die Ukrainer bei dem Verlangen und Bestreben, ihr Land zu verteidigen und die Okkupation abzuwehren, erfolgreich sind. Und andererseits darf man sich ja nicht darüber täuschen, dass jeden Tag, jede Stunde wahrscheinlich da Soldaten in hoher Opferzahl fallen, Gliedmaßen verlieren, verstümmelt sind und mindestens psychologische Schäden haben. Das ist persönlich geworden für mich, als ich, es war wohl im März, in der Ukraine war und mit Zelensky zusammen ein Krankenhaus besucht habe, wo sehr viele jüngere und ältere Soldaten dort mit ihren Wunden waren. Und dann sah man eben, dass es nicht Krieg nicht nur ein Wort ist. Das wissen wir natürlich alle so, aber da war es dann natürlich sehr, sehr unmittelbar. Und tja, man kann sich ja nichts anderes wünschen, als dass da schnell wieder Frieden herrscht. Aber das will ich auch politisch, Sie haben mich als Vizekanzler angesprochen, sagen, ein Frieden ohne eine Friedensordnung ist wenig wert. Also ein Frieden, wo man einfach sagt, vor lauter Verzweiflung, vor dem Elend, dass man ja quasi körperlich spürt, wenn man sich mit den Nachrichten auseinandersetzt, lassen wir es sein, ist aus meiner Sicht nur die Vorbereitung für den nächsten Krieg. Und deswegen sind wir, denke ich, dazu verpflichtet, unsere Möglichkeiten zu nutzen, dafür zu sorgen, dass Putin nicht erfolgreich ist in der Ukraine. Die Bundesrepublik gehört zu den größten Unterstützern der Ukraine, humanitäre Hilfe, aber natürlich auch Waffenlieferungen aller Art. Viele Menschen machen sich Sorgen, gießt man damit nicht noch Öl ins Feuer? Nun hat nach der sogenannten Panzerdebatte eine neue Diskussion begonnen um die mögliche Lieferung von Marschflugkörpern, Taurus. Die einen sagen, ja, das müssen wir jetzt tun. Wir müssen der Ukraine in dieser Situation weiterhelfen, sie weiter unterstützen. Die anderen, zu denen auch Teile ihres Koalitionspartners SPD gehören, sagen lieber nicht aus Sorge vor einem möglichen Eskalationsrisiko. Wie schauen Sie darauf? Nun, erst einmal wiederholt sich ja in gewisser Hinsicht eine Diskussion, die wir an so vielen Stellen gehabt haben. Die Position Deutschlands, darf man sagen, auch meiner Partei, aber das war ja Staatsräson von der Regierung Merkel bis zur Opposition, war, wir liefern mal gar keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete und schon gar nicht in einen Konflikt, an dem Russland beteiligt ist. Ich habe das sowohl in meiner Partei wie auch insgesamt nie wirklich verstanden, wie man sagen kann. Ich verstehe natürlich, warum man sagt, man will nicht beteiligt sein an einem Krieg. Und es sind ja auch Damen und Herren da, die sehr eindrücklich sagen, wir wollen, vielleicht können, aus moralischen, religiösen, was immer, prinzipiellen Motiven daran nicht teilhaben. Das respektiere ich vollumfänglich. Aber es ist keine politische Haltung. Also das ist eine ehrenwerte Haltung, da will ich keinen Hehl draus machen, aber es ist keine politische Haltung, weil in einem Konflikt ja in der Regel jemand Angreifer und Opfer ist. Und die kann man nicht gleichsetzen, deswegen fand ich das immer wenig überzeugend, auch was die Ukraine angeht, aber das war die Position bis zum Februar, also bis tatsächlich Putin die Ukraine versucht hat zu überrennen und dann hat sich das ja schrittweise entwickelt, also erst haben wir über Helme diskutiert, ein bisschen peinlich, dann gab es Panzerfäuste, dann gab es Gepard-Panzern und am Ende wurden daraus dann Leoparden, also schwere Kampfpanzer, was davor ausgeschlossen war. Das hat immer allerdings
eine größere Diskussion als nur das Waffensystem bedeutet, sondern es gab immer gewisse Absprachen, Garantien, Sicherheiten, dass die Waffen nicht in Russland beispielsweise verwendet wurden, dass die Strategien erläutert wurden. Und so würde ich sagen, weder sollte man sich jetzt festlegen, niemals Taurus-Raketen, also Mittelstreckenraketen an die Ukraine zu liefern, weil es eine Diskussion, Entwicklung geben kann, die das sehr wohl dann doch noch notwendig macht. Und umgekehrt sind das natürlich jetzt Waffensysteme, die eine sehr weite Reichweite haben, bestimmt 600 Kilometer, die also weit über den Frontverlauf hinweg schießen können und dafür auch gebaut sind. Und wenn die Logik des westlichen Bündnisses, wenn ich so reden darf, ist, dass wir die Ukraine unterstützen bei der Rückeroberung ihres Landes, aber nicht so gerne wollen, dass unsere Waffen dann in Russland einschlagen, dann spricht erstmal nicht in allererster Linie was dafür, dieses System sofort freizugeben. Wobei diese kleine ergänzende Frage noch, wobei ja ähnliche Systeme aus Großbritannien und Frankreich in der Ukraine bereits im Einsatz sind. Richtig. Also schummeln wir uns nicht wieder weg. Naja, schummeln finde ich nicht das richtige Wort. Ich finde schon, dass mir ging das zu langsam, weil in der Vergangenheit daraus will ich kein Hehl machen, die ich nicht veranpflegt. Wir sind natürlich in einem gewissen Sinne Konfliktpartei, wir sind nicht Kriegspartei, dass diese Grenze dort überschritten wird. Das fand ich immer nachvollziehbar. Insofern, dieses Rumschummeln, das finde ich nicht richtig beschrieben gegenüber denjenigen, die sich damit schwer getan haben. Und deswegen muss trotzdem jedes Land seine eigene Entscheidung treffen. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es eine Diskussion, eine strategische Diskussion gibt, die am Ende dazu führt, dass wir auch Mittelstreckenraketen liefern. Aber da geht es immer um mehr als nur um das einzelne Waffensystem. Und in diesem Fall geht es ja darum, dass die Ukrainer mit ihrer Offensive aus meiner Sicht erfolgreich sein werden. Das scheint mir jetzt nicht die allererste Munition zu sein, die sie brauchen. Vielen Dank. Soweit Frau Kirchberger. Treibt Sie die Sorge um, dass Deutschland nicht nur Konflikt, sondern möglicherweise auch richtig Kriegspartei werden könnte, je länger sich dieser Krieg zieht und möglicherweise in einem furchtbaren Abnutzungskrieg über Monate und Monate und Monate weiter dauert? Nee, überhaupt nicht. Also mich treibt eigentlich die Sorge um, dass unsere Untätigkeit und Langsamkeit in der Unterstützung der Ukraine den Krieg unnötig in die Länge zieht. Also die bisherige Haltung hat sich ja Gott sei Dank deutlich geändert. Und ich weiß, dass Herr Habeck einer der führenden Fürsprecher war, zum Beispiel für eine schnellere Hilfe. Aber die ersten 6 Monate des Krieges habe ich ernsthaft überlegt, ob ich meinen zweiten Pass eigentlich noch brauche, weil ich bin auch finnische Staatsbürgerin und es war wirklich schwer zu ertragen aus der Perspektive einer Finnin, deren Großeltern genauso einen Krieg erlebt haben, wie die Ukraine ihn gerade erlebt. Sie meinen und wahrscheinlich den Winterkrieg. Ich meine den Winterkrieg, genau. Meine beiden Großeltern. Meine Großmutter hat sich mit 18 Jahren freiwillig gemeldet und 5 Jahre im Winter- und dann Fortsetzungskrieg diesen Dienst getan. Meine Großeltern gehörten zu den glücklichen Überlebenden, aber 90% der Kommilitonen meines Großvaters sind in diesem Krieg ums Leben gekommen. Und Finnland hat damals keinerlei Beistand im Winterkrieg gehabt, im Fortsetzungskrieg dann von Deutschland. Aber es war ja von den Nazis, genau. Aber nachdem die Nazis zusammen mit der Sowjetunion ja den Zweiten Weltkrieg angefangen hatten, also die Sowjetunion ist in Finnland einmarschiert, weil die Deutschen das unterstützt haben. Insofern war das so ein bisschen merkwürdige Konstellation, aber das ist ja jetzt auch egal. Tatsache ist, ich bin mit diesen Leuten aufgewachsen, ich weiß, was das bedeutet, so einen Krieg zu durchleben, wie das einen Menschen wirklich sein ganzes Leben lang prägt. Und das Mitgefühl mit den Ukrainern, übrigens waren die meisten sowjetische Soldaten, die in Finnland einmarschiert sind, Ukrainer. Das hat aber die heutigen Finnen überhaupt nicht daran gehindert, trotzdem heute Mitgefühl mit den Ukrainern zu haben. Und die Haltung in Finnland war also eine völlig andere, schon am Tag 1 des Krieges, wirklich für eine volle Unterstützung. Und deswegen war das schwierig, hier in Deutschland diese Diskussionen zu verfolgen,
diese teilweise neurotischen Sorgen, uns könnte eine Atombombe auf den Kopf fallen, wenn wir mehr als nur Helme liefern. Ich war auf einigen Demonstrationen in Hamburg, wo also tatsächlich solche Argumente vorgebracht wurden von einer Vertreterin einer Organisation Ärzte gegen den Atomkrieg, die ernsthaft also solche Möglichkeiten da in Erwägung gezogen hat. Das ist natürlich aus einer sicherheitspolitischen Perspektive vollkommen weit hergeholt, sagen wir es mal so. Also nicht wirklich ein realistisches Szenario. Und deswegen, nein, also die Sorge, die mich umtreibt, ist, dass wir zu zögerlich sind und dass wir am Ende nicht dazu beitragen, dass der Aggressor in diesem Fall das klare Feedback bekommt, Gewalt rentiert sich nicht. Und das könnte nämlich Signalwirkung für andere haben. Nun, würden viele sehr wohl von der Sorge einer möglichen Eskalation irgendwie sprechen, weil wir eben nicht wissen, wie weit Wladimir Putin in diesem Krieg, in diesem Konflikt irgendwie bereit ist zu gehen. Und viele würden auch aufgrund der deutschen historischen Erfahrung eine eher vorsichtige Position vertreten wollen. Botschafter Heusgen, die Ukraine, um dies mit der NATO zu verknüpfen. Sie sprechen sich dafür aus, die Ukraine schnell in die NATO aufzunehmen. Das bedeutet aber nicht morgen, soweit, wenn ich das richtig verstanden habe. Würde auch gar nicht gehen, weil der NATO-Gipfel von Vilnius in seiner Deklaration eine Einladung an die Ukraine ausgesprochen hat, aber erst dann, wenn alle zustimmen und die Bedingungen dafür erfüllt sind. Also was denn bis dahin tun? Ja, ich hatte mich mit dem Thema Ukraine und NATO-Mitgliedschaft zweimal beschäftigt. Einmal schon 2008 bei dem NATO-Gipfel in Bukarest, als der amerikanische Präsident George Bush Jr. sehr darauf drängte, dass die Ukraine Mitglied zusammen mit Georgien Mitglied der NATO werden. Seinerzeit hat Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit dem französischen Präsidenten Sarkozy sozusagen ein Veto eingelegt. Weil zu dem Zeitpunkt die Ukraine nicht das Land war, was es heute war, innerlich zerstritten und nicht, was die Regierungsführung anbelangt, keineswegs da, wo sie sein sollten. Aber natürlich auch spielte eine Rolle der Punkt, dass man damit gegenüber Russland eine aggressive Aktion hätte gestartet. Und deswegen war die Bundesregierung 2008, das war, glaube ich, auch parteiübergreifend, dagegen. Dann gab es 2014/15 die erste Aggression Russlands gegen die Ukraine, und seinerzeit ist es der Bundeskanzler und wiederum mit dem französischen Präsidenten Hollande ja gelungen, durch das Minsker Abkommen zumindest den Vormarsch zu stoppen und die Möglichkeit einer friedlichen Konfliktbeilegung zu öffnen. Das Minsker Abkommen bot die Gelegenheit, über eine gewisse Autonomie des Donbasses die nationale Souveränität der Ukraine wiederherzustellen. Das alles hat Putin in die Tonne getreten. Und Putin hat sich an keine internationale Vereinbarung gehalten. Er hat sich nicht ans Minsker Abkommen gehalten, an weitere Vereinbarungen nicht. Und deswegen glaube ich heute, dass der einzige Weg, wie wir auf Dauer dann Frieden in diesem Teil der Welt auch haben können, ist, dass wir die Ukraine in die NATO aufnehmen, um ein ganz klares Signal zu senden an Wladimir Putin oder wer immer der Nachfolger ist, nicht erneut eine Aggression zu starten, die Zehntausenden, Hunderttausenden von Menschen das Leben kostet. Natürlich kann diese NATO-Mitgliedschaft erst eintreten, wenn der gegenwärtige Konflikt beendet ist, weil
durch eine jetzige NATO-Mitgliedschaft die NATO praktisch in den Krieg reingezogen wird. Aber ich glaube, dass für eine künftige Friedensordnung, für die Stabilität in Europa wird es notwendig sein, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird. Ansonsten muss man leider damit rechnen, dass ein Russland immer wieder versucht wird, seine aggressive neokolonialistische Politik so zu treiben, wie wir es jetzt leider seit 600 Tagen erleben. Welche Sicherheitsgarantien könnten die Staaten des Westens der Ukraine geben, sodass auch die Ukraine möglicherweise zu Gesprächen, wenn nicht sogar irgendwann zu Verhandlungen, darüber wird ja jetzt gesprochen. Der NATO-Gipfel in Vilnius vor ein paar Wochen hat ja eben nicht die Aufnahme oder die Einladung der Ukraine beschlossen, sondern man hat sich geeinigt, dass man über Sicherheitsgarantien sprechen wird. Da wird jetzt drüber verhandelt. Aus meiner Sicht ist eine Sicherheitsgarantie erst dann eine Garantie im Sinne des Wortes Garantie, wenn das Land Mitglied der NATO wird. Denn das Wort Garantie, entschuldigen Sie, dass ich da noch mal kurz ausholen muss, klingt relativ hohl in den Ohren der Ukrainer. Die Ukraine hat, das ist etwas, was ganz wichtig ist, 1994 auch auf deutschen Druck hin die Atomwaffen aufgegeben, die auf seinem Territorium stationiert waren. Und die Ukraine hat die Garantie bekommen, auch durch Russland, dass die territoriale Integrität und Souveränität des Landes garantiert gesichert würde. Und wir haben ja gesehen, dass sich Wladimir Putin nicht an diese Garantie gehalten hat, sondern diese Naivität sozusagen der Ukrainer ausgenutzt hat, die seine freiwillig auf Atomwaffen verzichtet haben. Also deswegen Garantie, wie gesagt, das klingt etwas hohl, wenn man die Geschichte von Garantien, die der Ukrainer gegenüber ausgesprochen sind, wenn man das bekommt. Trotzdem muss man jetzt natürlich, wenn es NATO-Mitgliedschaft nicht möglich ist, und der amerikanische Präsident war ja auch ziemlich klar, denn die Amerikaner müssten wie immer die Hauptlast einer solchen Mitgliedschaft und der Verantwortung, die daraus entsteht, tragen. Dann muss man eben sehen, wie man die Ukraine jetzt langfristig mit Waffensystemen ausstattet, mit Vereinbarungen, was die Ausbildung anbelangt und so weiter, sodass auch unterhalb einer NATO-Mitgliedschaft sich ein russischer Präsident es dreimal überlegt, nochmal die Ukraine zu überfallen. Letzte Frage in dieser ersten Runde an Herrn Hakverdi. Es gibt ein Land, das den putinschen Angriffskrieg gegen die Ukraine sehr, sehr, sehr aufmerksam analysiert. Dieses Land ist China, weil es möglicherweise ja Implikationen haben könnte für die chinesische Politik gegenüber Taiwan. Die Bundesregierung hat nun gerade eine China-Strategie formuliert, die von den freundlicheren Kommentatoren als freundlich und vergleichsweise nichtssagend bezeichnet wird. Deutschland achtet auf seine Exportmärkte, Deutschland achtet auf seine Importe in diesen Abhängigkeiten von China. Laufen wir Gefahr, den gleichen Fehler zu wiederholen, den wir mit Putins Russland gemacht haben, als es am Ende um das billige Gas und das gute Geschäft ging? Ich glaube, wir sind in der Taiwan-Frage schon ein bisschen weiter. Ja? Also wir haben jetzt die China-Strategie, wir haben aber auch vor dem Krieg beim Koalitionsvertrag, das hört sich jetzt hier an, als sei das Jahrzehnte weit weg, aber ist noch gar nicht so lange her, aber eben vor dem Angriff schon die Taiwan-Frage aufgeworfen. Ich glaube, es gibt einen Konsens, auch wenn es sprachliche Unterschiede geben sollte oder Freundlichkeiten, aber inhaltlich, glaube ich, besteht ein Konsens, dass wir ein großes Interesse haben, dass der Status quo zwischen der Volksrepublik China und Taiwan nicht mit Gewalt verändert wird. Und wenn man es ergänzen will, wenn man jetzt ohne die Frage der Frage auswählt, auch Taiwan dazu bringen will, sich auch nicht zu eskalieren, ja, wobei wir natürlich eher auf Peking gucken. Aber wir haben ein eigenes nationales, ich glaube auch europäisches Interesse, dass der Status quo nicht geändert wird. Davon ergeben sich so ein paar Folgen, die glaube ich, ziemlich konsensual sind in unserem Land. Wenn Sie, nämlich? Ja, dass wir beiden Seiten signalisieren muss. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt nach den öffentlichen Äußerungen in Peking
Peking mehr als Taiwan, aber das werden wir im Laufe der nächsten Monate sehen, klar signalisieren müssen, wir haben nicht die Möglichkeit, militärisch die Volksrepublik daran hindern, den Status quo mit Gewalt zu ändern. Das würden unsere amerikanischen Verbündeten tun, aber dass wir auch bereit sind, dafür ein, ich sag mal, ökonomisches Preisschild rauszustellen. Und ich glaube, um den Bogen zu spannen zur Situation in der Ukraine, man guckt sich das in Peking, glaube ich, ganz genau an und ist im Nachhinein, glaube ich, immer noch überrascht, dass wir relativ einig auf diese Situation in der Ukraine reagiert haben, als sogenannter Westen, aber auch darüber hinaus. Ich kann mich an Gedankenspiele erinnern von Thinktanks vor diesem Angriff, wo als Worst-Case-Szenario regelmäßig die Alternative an die Wand gespielt wurde, dass beides gleichzeitig passiert, ein Angriff im Osten Europas und gleichzeitig dauerhafter in Kauf zu nehmen, Importen aus China zu bereit, oder ist das eine Diskussion, die wir nicht führen wollen? Ich glaube nicht nur, dass wir die Diskussion führen wollen, sondern ich glaube auch, dass es da einen Konsens gibt. Wir wollen uns nicht abhängig machen von kritischen Infrastrukturen, wir wollen uns nicht abhängig machen von militärischen Gütern. Wir sehen das Risiko. Trotzdem gibt es die, in der Frage zwischen Decoupling und De-Risking natürlich, die ganz praktische Frage, wie macht man das denn nun? Also wie behält man die Wohlstandsgewinne durch globale Arbeitsteilung, wo wir sehr viel von haben, von unserem Wohlstand, aber auch Menschen in der Volksrepublik, was richtig war in der Vergangenheit und auch in Zukunft so sein soll, aber gleichzeitig wir nicht beispielsweise einen Beitrag dazu leisten, dass wir besonders abhängig und erpressbar wären, aber auch, dass wir keinen Beitrag dazu leisten, beispielsweise, um ein militärisches Argument, dass die Marine der chinesischen Volksarmee aufzurüsten, ja, mit unseren speziellen Kenntnissen. Und da sich durchzumanövrieren mit diesen beiden Prinzipien, das wird im Einzelfall noch schwierig in der Abwägung, keine Frage, aber das gemeinsame Ziel, Wohlstandsvorteile, Gewinne zu bewahren und gleichzeitig der einer möglichen zukünftigen Abhängigkeit in wichtigen strategischen Fragen entgegenzuwirken, da sehe ich eigentlich großen Konsens. Es geht eher um einzelne Entscheidungen, wie man beides organisieren kann. Könnt ihr jetzt den Vizekanzler fragen nach dem großen Konsens? Dem großen Konsens. Ja, beginnen wir so. Das Wort Zeitenwende meint ja wohl in allererster Linie, dass Krieg zurück, also Landkriege zurück nach Europa gekommen sind. Aber es hat natürlich viele andere Nebenstrahlungen oder Nebenbedeutungen in ökonomischer Hinsicht sicherlich. Das finale Zerplatzen der Idee, die ja nach 1990, also dem Zusammenbruch der Sowjetunion und damit des Sozialismus, die dominierende ökonomische Lehre war, das freie Handel, der freie Tausch von Gütern und Waren, das dominante ökonomische Denken sind. Also da, wir alle profitieren davon, wenn dort, wo am günstigsten produziert wird, die Güter produziert werden und dann werden sie weltweit verkauft. Und jetzt haben wir gesehen, dass Energie, das ist Russland, aber eben auch alle anderen Produkte, und das ist maßgeblich China, nicht neutral verteilt werden nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, sondern immer auch Macht- und Interessenpolitik bedeutet. Das ist Zeitenwende eben auch. Und deswegen ist Wirtschaftspolitik nicht mehr nur ökonomisch den großen Benefit rauszuholen, sondern Wirtschaftssicherheitspolitik. Das ist die Zeitenwende in meinem Geschäftsbereich. Und bei der Energie haben wir gesehen, wie eine einseitige Abhängigkeit uns drohte, an den Rand eines ökonomischen Kollaps zu bringen. Und es ist eine große gesellschaftliche Leistung noch immer, dass das nicht passiert ist, dass es abgewendet wurde. Was China angeht, sind die Parallelen, meine ich, vergleichsweise schlagend. Denn die große Abhängigkeit im Energiebereich entspricht einer großen Abhängigkeit im Handelsbereich. Die große Abhängigkeit von Gas entspricht der großen Abhängigkeit von Gas entspricht einer Abhängigkeit bei ganz vielen Produkten, die geliefert werden. Alle denken dann immer an Solarpaneele. Wenn man zum militärischen Bereich kommt, selbst die Pulver, die wir für Sprengkopf, für unsere Bundeswehr oder für die europäische Armee brauchen, kommen aus China. Das heißt, in vielerlei Hinsicht sind wir sehr abhängig und wir
rechtfertigen diese Abhängigkeit, und das war ja Ihre Frage, mit guten Geschäftsbeziehungen. So ähnlich wie wir ja auch profitiert haben davon, dass wir mit billigem russischem Gas energieintensive Unternehmen und Industrie in Deutschland halten konnten. Also das ist schon sehr parallel. Und es gibt eine zweite Parallele, die vielleicht ein bisschen sozusagen das politische Leben von Herrn Heusgen ausmacht. Nachträglich konnte man das ja alles lesen, was Putin sich so gedacht hat. Man hat es nicht wirklich gedeutet oder nicht ernst genommen, aber diese russische Großmachtfantasie ist ja ausgesprochen gewesen. Und so ist es in China auch. Wenn man die Reden der KP-Führung sich anschaut, wenn man die strategischen Analysen hinter den 5-Jahresplänen liest, steht dort da drin, dass sie nicht nur mitspielen wollen bei den ehemaligen reichen Ländern oder bei den reichen Ländern, aber des Westens, der USA, Europas, sondern tatsächlich in eine dominante Position rücken wollen. Und deswegen glaube ich, wir müssen unser Verhältnis zu China ändern. Und das tun wir noch nicht entschieden genug. Wir müssen diesen Gedanken von Wirtschaftssicherheitspolitik durchdeklinieren. Investitionen von China in Deutschland dürfen nicht in sicherheitsrelevante Bereiche gehen. Es sollte nicht im Interesse Deutschlands sein, dass wichtige Unternehmen ihr Geschäftsmodell maßgeblich, so dass sie es kaum überleben würden, wenn es wegfallen würde, in China tätigen, sondern das muss diversifiziert werden. Und im Bereich von Forschungskooperationen, um nur ein Beispiel zu nennen, da gucken wir im Moment noch gar nicht hin. Also wir wissen gar nicht, welche Hochschulen, welche Forschungseinrichtungen mit chinesischen Unternehmen kooperieren. Ich glaube, da verbietet sich jede Naivität. In der Tat ist es so, wie gesagt wurde, die China-Strategie ist erstmalig ein Ansatz, diese verschiedenen Gedanken zu bündeln. Aber eine Strategie ist eben deswegen Strategie, weil sie noch kein Gesetz ist, keine Vorschrift, keine Verordnung, sodass jetzt alles davon abhängt, auch dass wirklich die Hardware der Politik darauf hin auszurichten. Dann werden wir gucken, wie viel Konsens da ist. Die Hardware der Politik auszurichten auf die strategischen Probleme, die wir haben, beziehungsweise die vor uns liegen, und damit sehr, sehr, sehr gerne, verehrtes Publikum, Ihre Fragen. Sie können den Vizekanzler auch zum Heizungsgesetz fragen, aber nur, wenn Sie wirklich unbedingt müssen. Wo wollen wir beginnen? Ich stehe einmal auf. Sie waren zuerst, wenn Sie sich kurz vorstellen mögen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Mein Name ist Matthias Baumann. Ich arbeite in erneuerbaren Energien. Insofern vielen Dank an Herrn Dr. Habeck, dass Sie die erneuerbaren Energien auch in die Richtung Energiesicherheit gebracht haben und nicht nur als teures Hobby und Ideologie auf Kosten der EEG-Umlage. Insofern vielen Dank für die Energiesicherheit, die Sie auch gebracht haben. Frage: Ihr Pragmatismus da war auch sehr beeindruckend, und das hat sich Ihre Partei wahrscheinlich auch etwas anders vorgestellt. Insofern wunderbar, wie Sie das durchgezogen haben. Frage: Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, Sie haben schon viel geändert, es geht ja in Richtung Deutschlandgeschwindigkeit. Wie wollen Sie das weiter beschleunigen, damit wir danach schon wieder vorwärts kommen? Ja, erst einmal ist neben all der Debatte über Dekarbonisierung und Klimaschutz natürlich einmal festzuhalten, dass wir in der Energiepolitik komplett abhängig sind von ausländischen Lieferungen. Die erneuerbaren Energien geben da ein Stück weit eine Antwort drauf. Wenn wir sie dann auch noch transformieren in Wasserstoff, wird die Antwort noch größer. Aber Gas, Kohle, Öl, Gas, ein bisschen, 5% des deutschen Gasverbrauchs wird noch in Deutschland gefördert. 95% kommt woanders her. Steinkohle fördern wir gar nicht mehr. Alles wird importiert. Und Öl, das wissen wir alle auch ebenfalls. Also insofern ist es nicht dahergesagt, dass, wenn Zeitenwende irgendeine Bedeutung hat, dass die Produktion von heimischer Energie, die dann natürlich perspektivisch immer klimaneutral sein sollte, auch einen sicherheitspolitischen Aspekt hat. Wir werden eben weniger erpressbar. Auf Null werden wir gar nicht kommen können. Das ist, denke ich, unmöglich. Aber weniger ist ja schon in diesem Fall ein großer politischer Schritt nach vorne. Alles geht zu langsam in Deutschland, das muss man so sagen. Also nicht nur mein Bereich, da könnte ich Ihnen, aber Sie sind ja aus der Branche, das Leid klagen und Lieder darüber schreiben, aber
das glaube ich, also das können wir einfach getrost so aussprechen, dass wir uns eingerichtet haben in einem Genehmigungs- und juristischen System, das einfach nicht wettbewerbsfähig ist. Und das heißt nicht, dass wir die Schutzgüter, die ja alle einen hohen Wert haben, sofort killen müssen. Das heißt nur, dass wir schneller zu Entscheidungen kommen müssen. Und das ist wahrscheinlich am Ende eine politische Aufgabe. Man kann das nicht delegieren, sondern man muss mit Beispiel vorangehen. Das versuche ich, so gut ich das kann, in dem Amt, das ich habe. Jetzt ist es bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch so, dass die Länder bei den Genehmigungen von Wind- und Solaranlagen in die Verantwortung müssen, die Genehmigungsbehörden, die Kreise, die Kommunen. Also das muss ich jetzt, das ganze System muss ich dann am Ende einschwingen. Aber das, was wir gelernt haben in der Krise des letzten Jahres, denke ich, kann man getrost übertragen auf den Ausbau von Wasserstoffleitungen, auf die Produktion von den Rohren, die verlegt werden sollen, auf die Produktion von Elektrolyseuren. Das muss nicht. Wir müssen nicht überall eine Halle für Elektrolyseure bauen. Aber wenn wir wissen, dass wir die Dinger brauchen, dann sollten wir die Halle schnell bauen. Und das heißt ein Jahr und nicht 12, dann ist es zu spät. Alles geht zu langsam in Deutschland, das wollen wir auf uns sitzen lassen. Fragen, da hinten waren viele, ich wandere rum. Sie entscheiden sich, wer möchte. Sie sind Herr? Christoph Meißner, hier aus Flensburg. Für mich ist Energiepolitik auch ein Teil der Sicherheitspolitik. Wir müssen nämlich im Grunde genommen, wenn wir davon ausgehen, dass Infrastruktur angegriffen wird, müssen wir uns überlegen, ob wir nicht unsere Energiequellen im eigenen Lande dann ausbeuten müssen. Und da spreche ich jetzt ganz bewusst von Ausbeuten. Ich spreche davon, dass wir im Grunde genommen Fracking machen müssen, dass wir nicht LNG importieren, was zu teuer ist, was die Energiepreise nach oben treibt, sondern wir müssen im Grunde genommen an Sicherheit denken und müssen im Grunde genommen hier die eigenen Erdgasvorkommen, die wir in Niedersachsen haben, wirklich ausbeuten. Denn es gibt immer noch U-Boote, die dann diese LNG-Tanker dann sicherlich auch mal versenken können. Und dann sind wir abgeschnitten. Okay, das ist die Frage. An den Wirtschafts- und Klimaschutzminister. Also erst einmal muss man sich klar machen, dass es Erdgasvorkommen, das gefrackt werden könnte, nicht nur in Niedersachsen gibt, sondern wohl auch in Schleswig-Holstein. Jedenfalls, das ist ja nie richtig untersucht worden, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß und in Schleswig-Holstein nicht irgendwo, sondern im Landkreis Schleswig-Flensburg. Also wenn man das mal sagt, muss man auch bereit sein, dass dann vor der eigenen Haustür hinzunehmen, sonst macht das Argument gar keinen Sinn. Es macht aber meiner Ansicht nach energiepolitisch wenig Sinn, weil die Genehmigungsverfahren, die Untersuchung, die Aufsuchung auch in einer neuen Geschwindigkeit, sagen wir mal, 5-6 Jahre dauern würde. Und solche Investitionen wollen dann ja auch amortisiert werden. Umgekehrt sind wir gerade dabei, mit großer Geschwindigkeit den Hochlauf von grünen Molekülen, also von Wasserstoff, zu organisieren, die dann ab 2030, also ebenfalls in dann vielleicht sind 6 oder 7 Jahre, in immer größerer Menge zur Verfügung stehen, sodass ich glaube, dass es faktisch kein Business Case wird. Und dieser faktisch kein Business Case heißt, es wird nur dann ein sicherheitspolitisches Argument, wenn es nicht gelingt, die Transformation des Energiesystems in der vorgenommenen Geschwindigkeit durchzuführen. Dann haben Sie recht, aber ich will Ihnen da nicht recht geben, sondern meinen ganzen Einsatz dahinter oder meine ganze Kraft dahinter klemmen, dass wir es schaffen, die Ausbauziele im Strombereich und mit dem Strom dann auch die Elektrolyse von grünem Wasserstoff hier hinzubekommen. Und das wäre dann tatsächlich der nachhaltigere Weg, sich ein Stück weit unabhängig zu machen. Klimaschutz und Klimapolitik natürlich auch als Teil einer Sicherheitspolitik. Wir freuen uns sehr über Ihre Fragen, auch an die anderen drei sehr klugen Panelistinnen hier und freuen uns auch über Fragen des weiblichen Teils des Publikums. Eine Ermunterung. Und eine Dame da hinten hat sich gemeldet in Weiß. Mhm. Ja,
Sie sind? Da kommt das Mikrofon. Ja, moin. Mein Name ist Frauke Reese und ich komme aus der Energiewirtschaft und aus der Landwirtschaft. Es ist schön, dass wir diese Zeitenwende, wie Sie die angehen, Herr Habeck, dass Sie die angehen, weil das wieder die wirtschaftliche Chance ist für viele Betriebe. Aber das Wie, ich bin jetzt nicht Ihre Beraterin, aber ich möchte Ihren Beratern mal mitgeben, um Ruhe im Volk zu behalten, dass Sie das Wie mal ganz strukturiert angehen und vorher überlegen lassen. Denn die Menschen haben einfach Angst. Ein Thema Unabhängigkeit, die Energieversorgung. Ich musste damals russisches Gas verkaufen und danach wurden wir bemessen. Und heute werden die chinesischen Solarmodule auf die Dächer gepackt. Wie Teufel komm raus. Wir haben selber eine und wenn daher weiß ich, welche Daten wohin gehen. Nicht nur zum Installateur, sondern auch zur Produktionsfirma. Das heißt also, ich werde automatisch transparent, was mir vorher gar nicht so bewusst war. So, dann kommen Ängste und das ist auch in der Gesellschaft so. Das ist ein Beispiel. Also wir bringen uns in die nächste Abhängigkeit rein. Und das zweite ist die Glaubwürdigkeit. Wenn wir eine Energiewende wollen und auf dem Heizungssektor ja ganz wichtig, weil das ein großer Verbraucher ist, dann bitte das Ganzheitliche mal betrachten. Wie können wir, jeder, der in Biologie verstanden hat, wie die Formel der Photosynthese ist, weiß, dass jeder Baum wichtig ist und jedes Blatt wichtig ist, weil das ein Sauerstoffproduzent ist. Dann können wir keine Heizung mit, Pellet oder sowas noch zulassen. Will damit mal deutlich machen, das weiß der Verbraucher doch auch. Und er sagt, warum treiben die uns rein in die nächste Abhängigkeit, wieder in die öffentliche Wärmenetze? Warum ist meine Heizung, die mit Gas beheizt wird, zu Hause, das ist einfaches CH4 ohne Schwefelanteil und so, warum ist die so schädlich? Es gibt Fragen über Fragen, die die Leute nicht beantwortet bekommen. Und da bitte mal ganzheitlich rangehen, aufklärender und die Sorgen nehmen. Ja, ganzheitlich aufklärender, die Menschen, wie es immer so schön heißt, auch mitnehmen. Ist ja auch ein Dilemma, in dem wir alle stecken. Wir sehen, um uns herum brennt die Welt, also wir sprechen das Thema Klima an. Es wird jedes Jahr schlimmer. Eigentlich müssten wir alle, was Klimaschutz betrifft, ja wahrscheinlich sehr viel schneller laufen. Aber uns droht ja dabei, die Luft auszugehen. Wie lösen wir dieses Dilemma? Fragen Sie mich oder die anderen klugen? Ich glaube, die Dame richtete ihre Frage an Sie. Nun, ich glaube, erstmal ist zuzugeben, dass wir auf den verschiedenen Ebenen mitunter widersprüchlich sind, als Bürgerinnen, als Bürger, je nachdem, wo wir politisch stehen. Aber die allermeisten werden das wohl so unterschreiben, sind wir viel zu spät dran, um im Klimaschutz den Unterschied noch zu machen. Wir haben noch eine Chance, die globale Erderwärmung zu verlangsamen, vielleicht einzudämmen, aber die Chance ist natürlich klein geworden und deswegen gibt es ein Gefühl von Dringlichkeit und das werden die wenigsten abstreiten. Jedenfalls die Konsequenz zu sagen, weil es möglicherweise eine Restchance, nur noch eine Restchance ist, machen wir jetzt mal gar nichts, würden die allermeisten Leute wohl nicht teilen. Als Bürgerinnen und Bürger denken wir so, als Verbraucherinnen und Verbraucher, als Privatpersonen agieren wir nicht immer so. Und das ist auch logisch und verständlich. Im Grunde ist es, dass die Vereinbarung einer Republik, dass man ein Stück weit auch Verantwortung delegiert auf eine Regierung, auf das Parlament, und sagt, damit ich nicht im Alltag 100% richtig machen muss, mir immer fragen muss, sind meine Socken aus Erdöl produziert, wie ist eigentlich der Bus, wenn Sie mit dem Bus gekommen sind, betankt, mit dem ich hierher gekommen bin, zu welchen Bedingungen ist mein Auto produziert worden und so weiter. Dafür gibt es Politik. Und da macht ihr bitte Regeln, die es ermöglichen, einigermaßen in dem Bereich zu bleiben, den ich mir als Bürgerin und als Bürger vorstelle. Und dazwischen ist ein Widerspruch, denn wenn diese Regeln gemacht werden, können Dinge aus dem Verkehr genommen werden, also verboten werden, teurer werden, sich Produktion verlagern und wenn man dann unmittelbar betroffen ist, dann ist das
eine Zumutung, es ist schwierig. Das ist einfach das System, in dem wir agieren. Ich glaube, es hilft also, sich erstens diesen Widerspruch klarzumachen. Nicht alle Politiker sind deswegen böse, weil sie das umsetzen, was eigentlich gesellschaftlich notwendig ist. Zweitens, nicht alle Verbraucherinnen und Verbraucher sind deswegen unehrlich, unlauter, weil sie das in Frage stellen, was gerade politisch gemacht wurde. Und drittens, wir können uns nicht dabei festhalten oder dabei verbleiben, dass wir uns diese Widersprüche vorhalten, sondern wir müssen sie auflösen. Und Veranstaltungen wie heute helfen vielleicht dazu, aber natürlich nehme ich auch den Appell mit, immer darüber nachzudenken, was eigentlich gerade gesellschaftlich möglich ist. Der junge Mann hinten in der Kappe hat sich gemeldet. Mut, Freiheit und Selbstbestimmung steht auf Ihrem T-Shirt. Ja. Hallo, Marco Wölbing mein Name. Ich bin Friedensaktivist. Erste Anmerkung, ich bin erschüttert, dass hier die These vertreten werden darf, dass die Sowjetunion den Zweiten Weltkrieg angefangen hat und keiner dem Ganzen widerspricht. Da bin ich als Deutscher wohnhaft in Dänemark schon fast bereit, meinen deutschen Pass abzugeben. Also das ist wirklich gruselig. Zweite Anmerkung, der erste kriegerische Akt in Europa, Angriffskrieg, hat 1999 stattgefunden unter Beteiligung der Grünen auf die Republik Jugoslawien und nicht 2022 durch Wladimir Putin. Drittens, über 50% der Deutschen und weltweit der gesamte afrikanische Kontinent, Indonesien, Brasilien, Indien, China, teilen unsere, also die Sicht, und da geht es an Herrn Heusgen jetzt, auf den Konflikt nicht. Sie sehen das ganz anders. Stopp. Ganz kurz. Und hier in dieser Runde sind vier Leute, vier Kriegstreiber eingeladen und eine Moderatorin, der nicht genug Waffen geliefert werden kann. Warum, Herr Heusgen, wird keiner von der Friedensbewegung zu so einem Gespräch eingeladen? Vielen Dank für Ihre für Ihre Anmerkungen und Ihre Frage, die ich zweiteilen darf mit Ihrer Erlaubnis. Erstens, Sowjetunion, der Krieg, der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Völker der Sowjetunion, der Hitler-Stalin-Pakt, da ist ja viel drin. Und die zweite Frage, der globale Süden, Botschafter Heusgen, der auch auf diesen Krieg, auf Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ja ganz anders schaut, als wir das tun. Und uns ja Hybris wieder und wieder vorwirft. Frau Kirchberger. Ja gut, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt Geschichtsunterrichtsstoff irgendwie nochmal erwähnen muss, aber es ist eigentlich allgemein bekannt, dass es zwischen Hitler und Stalin ein Übereinkommen gegeben hat, diesen auch sogenannten Molotow-Ribbentrop-Pakt. Hitler-Stalin-Pakt auch. Und Hitler-Stalin-Pakt, genau, der im Grunde ja vorgesehen hat, dass beide Diktatoren sich gegenseitig im Grunde zugesichert haben, die jeweilige Einflusssphäre, ne, des anderen zu respektieren und sich im Grunde freie Hand gegeben haben. Und das begann dann ja damit, dass im Grunde Deutschland in Polen einmarschiert ist von Westen her und kurz danach ist die Sowjetunion eben dann auch in Osten, Richtung Westen einmarschiert in den Osten Polens. Sie ist am 30. November 1939, das weiß ich zufällig ganz genau, in Finnland einmarschiert und sie ist auch in die baltischen Staaten einmarschiert. Also dass die Sowjetunion jetzt irgendwie nicht beteiligt gewesen sein soll an der Entstehung des Zweiten Weltkriegs, halte ich jetzt rein wissenschaftlich betrachtet für eine recht interessante These, für die es aber relativ wenig Belege gibt, sage ich mal so. Wir leben ja in einer Zeit, in der jeder eine Meinung haben darf. Das ist ja auch ganz toll in diesem Land, dass das wirklich die Freiheit der Meinung ist und jeder hat das Recht, sich zu outen, mit welcher Meinung auch immer, die er gerne da vertreten möchte. Aber das ändert eben nichts daran, dass ich denke, die Mehrheit der seriösen Geschichtswissenschaftler doch sagen würde, die Sowjetunion war nicht so ganz unschuldig an der Entstehung des Zweiten Weltkrieges und dass sie dann zum Opfer wurde, hat eigentlich nur damit zu tun gehabt, dass sich eben Hitler-Deutschland entschieden hat, irgendwann sich gegen den ehemaligen Partner zu wenden, übrigens, weil der in Finnland so wenig erfolgreich gewesen war. Und es mindert in keinster Weise die deutsche Verantwortung im Vernichtungskrieg gegen die
Völker der Sowjetunion. Inklusive der Ukraine und die Völker gegenüber der Polen und allen anderen. Ja. Botschafter Häusgen, der globale Süden, ja. Ein ziemlicher Sprung jetzt. Aber nein, ich bin sehr dankbar für die Frage, weil in der Tat wir in vielen außensicherheitspolitischen Diskussionen wir derzeit den Blick etwas verengen auf die russische Aggression auf die Ukraine und wir müssen in der Tat die Interessen vieler Länder in anderen Kontinenten auch im Blick haben. Aber trotzdem auch dem Fragenden nochmal nur der Hinweis darauf, dass ja bei den Vereinten Nationen, wo sich die ganze Welt trifft, in einer Abstimmung oder in mehreren Abstimmungen die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit 141 Stimmen für eine Verurteilung Russlands ausgesprochen hat. Und Russland hatte gerade mal 4, 5 oder 6, je nach Abstimmung, dann Länder, die zugesprochen haben. Ich erinnere daran, dass gerade in der letzten Woche ein Gipfel zwischen Russland und einigen afrikanischen Staaten stattgefunden haben, wo gerade der zum Beispiel der südafrikanische Präsident, ein Vertreter des in Anführungsstrichen globalen Südens, den russischen Präsidenten aufgefordert hat, endlich die Getreideblockade der Ukraine aufzuheben. Aber es ist wichtig, dass wir sehr darauf achten, dass die Auswirkungen dieses Konfliktes natürlich nicht nur Auswirkungen sind, die wir haben. Wir beschäftigen uns hier in Deutschland mit der Energiekrise aufgrund unserer starken Abhängigkeit von Russland. Aber wenn Sie sich umschauen weltweit in Ländern, denen es nicht so gut geht wie uns, dann sehen Sie, wie dort auch die Energiepreise hochgegangen sind aufgrund des Krieges. Sie sehen, wie die Getreidepreise, Nahrungsmittelpreise hochgegangen sind. Es gibt Inflation. In vielen unserer Ländern gibt es dann auch Rezession. Wir sehen gerade auch im neuen Bundeshaushalt zum Beispiel, dass im Hinblick auch auf die Entwicklungshilfe es gewisse Abstriche geben muss. Und das hat alles Auswirkungen auf den in Anführungsstrichen globalen Süden. Wir müssen da sehr viel mehr zuhören und wir haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres am Samstag, das ist der Haupttag der Konferenz, haben wir als ersten Panel die Vizepräsidentin von Kolumbien, die Premierministerin von Namibia, den Außenminister Brasiliens, den Außenminister der Philippinen in München gehabt, um eben auch dem Publikum darzustellen, was sind die Sorgen dieser Länder. Und darauf müssen wir absolut eingehen. Wir müssen uns darum kümmern und versuchen, die Auswirkungen auch diesen Ländern gegenüber dann auch abzumildern. Und ein Punkt spielt auch eine Rolle, und das will ich auch nicht hier außen vor lassen. Wir bekommen als in Anführungsstriche, ich benutze das Wort zwar kaum noch, Westen natürlich sehr viele Vorwürfe der sogenannten Doppelmoral oder Double Standards. Also hier hat jetzt Russland die Ukraine überfallen und ihr liefert viel Waffen, ihr verurteilt sie. Aber wo wart ihr 2003, als Amerika den Irak überfallen hat, was genauso wenig völkerrechtskonform war wie dieser Überfall. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir als Deutschland auch international, wenn wir auftreten, uns nicht sagen, das ist der Westen, sondern wir setzen uns ein, und ich war ja 4 Jahre Botschafter bei den Vereinten Nationen, wir setzen uns ein für internationales Recht, für die Charta der Vereinten Nationen, für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und das muss außenpolitisch auch unsere Marschrichtung sein, und wenn wir das so dann auch entsprechend vertreten, und ich darf darauf, Sie haben eben an die Außenminister Fischer erwähnt, es war auch gerade Außenminister Fischer, der 2003 sich massiv ja auch gegen den Irakkrieg verwandt hat, auch dadurch hat auch deutsche Politik im Nachhinein sehr viel Glaubwürdigkeit bekommen, weil wir uns eben auch in einem solchen Fall gegen die Verletzung internationalen Rechts gestellt haben. Und ich glaube, das sollte auch in Zukunft weiter unsere Marschrichtung sein, als Deutschland, als ein Land, was ja aufgrund der Lehren des Zweiten Weltkriegs sich und in Europa versprochen hat, dass wir in künftig nur noch
nach internationalem Recht vorgehen, dass wir, wenn wir in Europa Auseinandersetzungen haben, Konflikte haben, nicht wieder aufs Schlachtfeld gehen, sondern wir gehen zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg. Also Grundlage unserer Politik, Europapolitik, Außenpolitik sollte sein und bleiben die Orientierung nach internationalem Recht, nach Völkerrecht, nach der Charta der Vereinten Nationen. Herr Berdi, sehen Sie Fortschritte in diese Richtung? Die Länder, ich glaube, es sind 85% der Weltbevölkerung des sogenannten globalen Südens, nicht nur ernster zu nehmen, sondern ihre Probleme mit dazu beizutragen, ihre Probleme, Klima allen voran, auch zu lösen? Unabhängig von der Klimafrage würde ich, um an Herrn Häuschen anzuknüpfen, die Frage oder die Behauptung und ich, oder die Feststellung, wir verteidigen die regelbasierte Ordnung, indem wir die Ukraine unterstützen. Wir wollen die sogenannte Rule-Based Order bewahren. Ich glaube, wenn man das sich nur darauf, auf diese Formulierung beschränkt, dann ist das unvollständig. Weil das doch sehr Status quo bezogen ist. Und das ist eine gute Gelegenheit, zurückzuschauen und zu sehen, dass es Regionen, Länder der Welt gibt, die mit der alten Rule-Based Order, die wir jetzt verteidigen, nicht immer so gut gefahren sind wie wir vielleicht. Sei es aus kolonialen Gründen in der Vergangenheit, sei es aus wirtschaftlichen Interessen von Nationen oder einzelnen Unternehmen. Und das ist eine gute Gelegenheit, würde ich sagen, nicht nur die regelbasierte Ordnung zu verteidigen, sondern sie weiterzuentwickeln, was de facto bedeutet, dass wir, wenn wir auf die 141 Stimmen aus sind, ja, wenn wir die im nächsten Jahr nochmal zusammenbekommen wollen würden, dann muss man da, glaube ich, noch ein bisschen nachliefern, dass diese Gemeinschaft weiter besteht. Und wenn wir das zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel Brasilien, weil ja viele Kabinettsmitglieder sich ein Bild, weil das einer der Leading Nations des globalen Südens ist und was wir oft als Ambivalenz betrachten, der Abhängigkeit zur chinesischen Wirtschaft und zur amerikanischen Wirtschaft und diese Ambivalenz oder nicht eindeutige Verurteilung oder unsere Sicherheitsinteressen gegenüber der Ukraine und des russischen Angriffs, wir uns da oftmals nicht wiederfinden, dann müssen wir uns auch noch einmal anhören, wie die das so wahrgenommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten und welche Rolle der Westen da gespielt hat. Das heißt nicht, dass wir, und das ist vielleicht der Anschluss an die Frage, die eben gestellt wird, das heißt nicht, dass wir das in Frage stellen, dass es ein eklatanter Verstoß gegen die internationale Ordnung, gegen unsere eigenen Sicherheitsinteressen, wenn Russland die Ukraine überfällt. Das ist aber ein Stück weit eine Verantwortung, die wir haben, jenseits die Verteidigung der Ukraine zu unterstützen und die Souveränität dieses Landes zu verteidigen, sondern eben auch global zu denken und da auch noch weiteren Verantwortungen nachzukommen dazu. Das war jetzt eine komplizierte Antwort, aber es reicht nicht einfach nur der Weltgemeinschaft zu sagen, jetzt unterstützt uns bitte. Und der Ruf danach ist, glaube ich, sehr groß. Ja? Der Westen, das ist ein problematischer Begriff, aber Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Verlässlichkeit, das ist gerade für die Schwächeren auch in der Zukunft ein wichtiger Wert. Und da müssen wir auch besser werden. Da müssen wir auch besser werden, keine Frage. Aber das ist kein Gegenargument, jetzt natürlich diese Ordnung und die Souveränität der Ukraine mit allen Möglichkeiten, die wir haben, zu verteidigen. Klar. Ein Wort des indischen Außenministers, was ich ganz passend finde in diesem Zusammenhang, der doch ein wenig kritisiert, dass Europa glaubt, die eigenen Probleme seien die Probleme der ganzen Welt, aber nicht sehen will, wenn die Welt Probleme hat, dies auch als Probleme Europas mit zu erkennen. Aber zuhören, immerhin, das wäre immer ein Schritt. Einmal, um das mal ganz konkret zu machen und was wir noch für Aufgaben haben. Wenn wir Brasilien das Angebot machen wollen, sozusagen ins Boot der freien, erwachsenen Ökonomien zu kommen und sich dann es den Zugang zum europäischen Markt angeht oder die Marktöffnung Nordamerikas,
dann reicht es nicht, dass sich Vertreter der Vereinigten Staaten hinstellen und sagen, egal was wir tun, am Ende kriegt ihr keinen Zugang zu unserem Markt. Das ist natürlich, das ist nicht auf Augenhöhe, ja? Sondern da müssen wir jetzt auch, wir müssen uns selbst kritisch fragen, welchen Beitrag wir jetzt dazu leisten können, einfach nicht einfach nur bündnistreu einzufordern, sondern es gibt ja kein Bündnis in dem Sinne, sondern was unsere Idee einer neuen globalen Ordnung ist, wo die neue Rule-Based Order dann auch eingehalten wird. Und dazu müssen wir auch auf andere zugehen. Da reicht es nicht einfach nur den Status quo, die europäische Sicht zu verteidigen. Auf andere zugehen. Eine Frage noch, die Dame, die da hinten steht. Ja, Sie sind. Mein Name ist Dr. Andrea Mohr. Ich bin auch eine von den IPPNW-Ärzten, die ja so von der Dame mit den finnischen Vorfahren so etwas lächerlich gemacht wurden. Also, meine Ärzte. Ich bin Anästhesistin und Notärztin und Schmerztherapeutin, inzwischen Gott sei Dank im Ruhestand. Ich möchte wissen, ob jemand von Ihnen erklären kann, was die Friedmann-Doktrin ist, die nach meiner Ansicht die Politik der USA in Europa vorherrschend bestimmt. Das ist eine Sache, die ich denke, die ist wichtig zu wissen für alle, die hier sind. Das nächste ist, in der Ukraine sterben täglich Hunderte von Soldaten. Mehr auf ukrainischer Seite als auf russischer Seite, wenn man ausländische Korrespondenten verfolgt, das tue ich täglich. Und ich glaube, von der deutschen Mainstream-Presse, da glaube ich nicht mehr allzu viel. Deswegen bin ich dazu übergegangen, auch ausländische Presse zu lesen. Waffen töten. Im Grundgesetz steht, keine Waffen in Kriegsgebiete. Das ist spätestens seit Sigmar Gabriel Außenminister war aufgeweicht worden. Von den Grünen, die haben vor 2 Jahren noch Wahlplakate gehabt damit. In meinen Augen ist das, was jetzt passiert von grüner Politik, ein Hochverrat. Denn sie treten das Grundgesetz mit Füßen. Keine Waffen in Kriegsgebiete. In der Ukraine, auf beiden Seiten, gibt es solche Truppen wie Wagner-Truppen, das gibt es auch von den USA ausgesteuerte. Es gehen NATO-Soldaten in Urlaub, gehen zu solchen Organisationen hin, werden da ordentlich bezahlt und dann irgendwann, wenn sie die Kohle abgegriffen haben, gehen sie wieder in die NATO oder in ihr Bundesheer oder was auch immer. Das wird nicht erzählt. Und das befeuert den Krieg. Wie kann eine Politik so etwas tun? Waffen in Kriegsgebiete, den Krieg verlängern, unnötig. Jeden Tag sterben Hunderte und das geht so weiter. Sie möchten dazu aufrufen, keine Waffen in Kriegsgebiete. Die Friedman-Doktrin, wenn ich mich recht erinnere, basiert auf den Theorien des amerikanischen Ökonomen Milton Friedman, wenn ich das alles richtig noch zusammenbekomme, aus meinen Studienzeiten, Basis des Neoliberalismus und des globalen und globalisierten Finanzkapitalismus, der die Hegemonie der Vereinigten Staaten sichern sollte und auch entsprechend kritisiert worden ist. Das ist sicher Thema für 3 weitere Veranstaltungen der Zeitenwende. Und deswegen zurück zur Frage, keine Waffen in Kriegsgebiete. Die Frage war an Sie gerichtet, Herr Habeck. Ja, ich meinte, ich hätte Sie schon beantwortet. Sie haben es am Anfang schon beantwortet, dass ich die Position nur für diejenigen, und Sie mögen dazu zählen, akzeptiere, die sagen, das ist so eine moralisch schwierige Unterscheidung oder Entscheidung, daran will ich mich nicht beteiligen. Ich bin so fest in meinem christlichen Glauben, in meiner pazifistischen Gesinnung, dass ich diese Entscheidung mir einfach nicht zumute. Dass solche Menschen mag es geben, aber sie ist nicht politisch. Doch. Nein, sie ist moralisch und nicht praxistauglich. Lassen Sie mich kurz, ich habe das Argument verstanden. Aber Sie müssen, und jetzt hören Sie bitte mein Argument, Sie müssen
Sie müssen ja mindestens analytisch Opfer und Täter unterscheiden. Und das Argument ist deswegen scheel, Ihr Argument, wenn ich jetzt genauso hart zurückspielen darf, weil Sie 10 Minuten geredet haben und in keinem Atemzug gesagt haben, wer diesen Krieg begonnen hat. Wenn Sie so an den Frieden glauben und nicht wollen, dass Menschen sterben, dann muss der erste Satz sein, dass diesen Krieg nicht die Ukraine angefangen hat, sondern Wladimir Putin. Und dass damit jedes Opfer sein Opfer ist. Und wenn Sie das nicht sagen, ist das an sich hehre Argument. Ich beteilige mich nicht an Waffenlieferungen, an Krieg, politisch scheel, weil Sie damit den Krieg, einen Angriffskrieg, rechtfertigen. Und da scheiden sich unsere Wege. Ich akzeptiere eine Gandhi-hafte Position. Und ich habe Respekt vor allen Menschen, die so tief in ihrer pazifistischen Gesinnung verwurzelt sind, dass sie sagen, kann ich nicht machen. Aber politisch können Sie das Argument nicht gebrauchen, wenn Sie nicht sofort Ross und Reiter, Opfer und Täter benennen. Das haben Sie nicht getan und deswegen unterstelle ich Ihnen an dieser Stelle, es ist nicht Pazifismus, sondern es ist eine Verdrehung von Opfern und Tätern. Und da sind wir nicht politisch eins. Wenn Sie in der Region reisen, in der Ukraine, in den baltischen Staaten, in Polen, Sie werden immer wieder das Argument, die Kritik hören, fast verzweifelt und auch wütend, ob nicht Deutschland mit seiner Appeasement-Politik, gegenüber Putin dazu beigetragen hat, dass dieser Krieg überhaupt beginnen konnte. Mit diesem Gedanken darf ich 2 weitere Gedankengeber auf unsere kleine Bühne bitten, Henrik Kaufholz und Gerrit Bastian Mathiesen, 2 journalistische Kollegen, Journalistenkollegen, herzlich willkommen in unserer Runde. Unser dänischer Kollege seit Menschengedenken sozusagen bei Politiken, dort in vielfältigster Position unterwegs. Sie waren noch Korrespondent in der bundesdeutschen Hauptstadt Bonn, wenn ich das richtig erinnere, dann in Moskau, in Berlin. Sie haben über die Kriege, die furchtbaren Kriege im ehemaligen Jugoslawien berichtet, setzen sich ein für Pressefreiheit, auch für investigativen Journalismus und haben für uns die Perspektive, sagen, aus Dänemark, aus einem Nachbarland. Sie sagten uns im Vorgespräch, Sie wundert manchmal, was hier so passiert. Herzlich willkommen, Herr Kaufholz. Hallo. Danke. Herr Mathiesen wird denen, die aus Flensburg und Umgebung kommen, sicher bekannt sein. Einer der 4 Chefredakteurinnen, sage ich jetzt, obwohl der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag nicht gendert, aber Sie haben eine Chefredakteurin, 3 Chefredakteure. Sie sind einer davon, sind zuständig für Personal und Finanzen, also all das, was wirklich irgendwie wichtig ist. Und ansonsten kommentieren Sie munter die Weltläufte. Herzlich willkommen, Herr Mathiesen. Danke. Ich würde gerne anknüpfen, Herr Kaufholz, an sagen, Ihre Anmerkung oder Ihren Eindruck, dass Sie schon manchmal verwundert sind über das, was hier in Deutschland passiert. Sie haben es bezogen sagen, auf unsere Debatte, auf unsere Diskussionen in Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine, auf Russlands Krieg gegen die Ukraine. Was wundert Sie da so sehr? Als Däne, als Mensch, als Journalist. Ich darf auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zurückgreifen. Also jene, die Gaspipelines. Die Gasleitung. Und schon damals hat die damalige dänische Regierung mit vielen anderen Regierungen hier im Norden gesagt, das sei gefährlich. Und die EU-Politik, die Haltung sollte eigentlich sein, wir dürfen uns nicht in Abhängigkeit geben. Und das ist eigentlich der Vorläufer für das, was jetzt passiert.
im Ukraine-Krieg, da sind die Dänen eigentlich die Hardliner. Es gab eine Umfrage. Hardliner inwiefern? Ja, es gab eine Umfrage hier am 24. Februar, also ein Jahr im Krieg, und da sagten 48% der Dänen, dass wir wollen die Ukraine unterstützen, as long as it takes. Und, solange wie es nötig ist. Und da war die EU-Durchschnitt 38 und Deutschland nur 33. Das heißt, es gibt eine deutlich stärkere Unterstützung für die ukrainische Seite in Dänemark als hier. Das zeigt sich auch in anderen Zahlen. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat ja einen Ukraine-Tracker, wo man hochrechnet, wie viel Geld, wie viel Militärhilfe und so weiter an die Ukraine geschickt wird. Und liegt Dänemark pro Einwohner als Nummer 6 nach Estland, Lettland, Litauen, Polen und die Slowakei. Wir liegen bei 0,5% des Bruttosozialprodukts und Deutschland bei 0,3. Wir wundern uns. Nun ist Deutschland dann doch weniger. Bei allem Respekt irgendwie ungleich größer als Dänemark? Also wenn man natürlich. Also von den Totalen, also von den Gesamtzahlen, da zahlt Deutschland und auch die USA weit mehr als Dänemark. Aber man muss ja, ich komme aus einem kleinen Land, wir rechnen immer pro Kopf, denn das finden wir mehr gerecht. Und ich möchte auch zur Debatte um neue Waffen etwas sagen. In Dänemark werden in diesen Stunden die ersten ukrainischen Piloten auf F-16 trainiert. Und ich nehme an, Dänemark wird auch liefern, also die Flugzeuge liefern, wenn die Piloten ausgebildet worden sind. Das ist die Lage nördlich der Grenze, 5 Kilometer von hier. Und ich denke, im Parlament gibt es eine wirklich übergroße Mehrheit. Nur in einzelnen Beschlüssen gibt es Enthaltungen oder Gegenstimmen von ganz links und von ganz rechts. Aber im Großen und Ganzen steht Dänemark geschlossen hinter Präsident Zelensky. Wie erklären Sie denn die unterschiedliche Wahrnehmung dann? Vielleicht eine unterschiedliche Vorgehensweise in Deutschland. Ich greife jetzt wieder auf Nord Stream zurück. Also der Skepsis in Dänemark Putin gegenüber ist nicht ganz neu und hat nicht mit, mit dem Krieg am 24.02., also vor 22, angefangen. Also hat sich Botschafter Heusgen in die Irre führen also lassen und seine Kanzlerin gleich mit? Und wir haben also die ziemlich lange Debatte hier verwundert. Wir dachten, also Ukraine braucht Hilfe und zwar jetzt. Und dann hat man also monatelang diskutiert. Und das heißt, also hier in Flensburg, wo die 100 gebrauchte Leopard 1 stehen, die werden umgebaut, die werden modernisiert und die kommen zu spät an. Die Verspätung sind genau die 3 Monate, die in Berlin diskutiert wurden. Ja, war länger als 3 Monate, aber. Ja. Ich würde dann doch noch mal die Frage an Herrn Heusgen richten. An Botschafter Heusgen, hat sich der außenpolitische Berater der Kanzlerin von Putin in die Irre führen lassen und seine Kanzlerin gleich mit? Also zunächst mal zu Dänemark, das ist in der Tat vorbildlich, was Sie machen. Aber wenn ich die Zahlen, korrigieren Sie mich richtig im Kopf habe, hat Dänemark auch die 2%, das 2%-Ziel bei weitem verfehlt, was fest die im Auge. Verteidigungsausgaben anbelangt, nur ein Seitenaspekt.
die Frage der Einschätzung Russlands. Angela Merkel war sicher niemand, der irgendwelche Illusionen hatte, was Wladimir Putin anbelangt. Dazu ist sie in der DDR groß geworden, wusste, wer der Besatzer des Landes ist. Sie kannte Russland, sie sprach Russisch und sie hatte nie ein freundschaftliches Verhältnis mit Putin, aber ein Verhältnis, wo sie auf der Grundlage des Respekts mit ihm reden und verhandeln konnte. Und ich glaube, es ist auch ihr zu verdanken, dass 2015 Russland seinen Vormarsch gestoppt hat. 2015 im Februar hätte auch nach Aussage des ukrainischen Präsidenten Poroschenko die russische Armee nach Kiew durchmarschieren können. Seinerzeit ist es zusammen mit dem französischen Präsidenten Hollande gelungen, Putin sozusagen aufzuhalten. Und sie hat sich dann auch wirklich alles getan, um weiter auf dem Verhandlungsweg im sogenannten Normandie-Format weiter auf eine diplomatische Lösung zu kommen. Ich glaube gerade auch, dass heute die Unterstützung, die auch die Bundesregierung bekommt für Waffenlieferungen, damit zu tun hat, dass man ja wirklich alles versucht hat, mit Wladimir Putin auf diplomatischem Weg zu einer Lösung zu kommen. Er hat das alles in die Tonne getreten. Zu Ihrer Frage Nord Stream 1 war am Ende unterschrieben worden, am Ende der rot-grünen Koalition, kurz vor dem Dienstantritt Angela Merkels im November 2005, aber Nord Stream 2 fällt natürlich in die Amtszeit. 2015 ist das Datum. 2015 ist das Datum. Also nach der Annexion der Krim. Das war nach, man kann es erklären. Man kann es erklären, weil wir seinerzeit ja entschieden hatten, den Atomausstieg vorzuziehen nach Fukushima. Es war klar, wir wollen nicht den Kohleausbau stärken, Öl auch nicht die Alternative gebraucht wurde, Gas und mit der grünen Energie sind wir ja bis heute noch nicht. Hier in Norddeutschland sieht man sehr viele Windräder und so weiter, aber nicht in ganz Deutschland. Da sind wir hinterher beim Ausbau der grünen Energie. Und dann war die Frage, womit deckt man den Energiebedarf? Und da hat man 2015, wie gesagt, wir hatten die Ukraine-Krise vermeintlich auf einen diplomatischen Weg gelenkt und dann wurde die Entscheidung getroffen, aufgrund des Drucks aus der Politik, sehr stark aufgrund der Wirtschaft, ostdeutsche Bundesländer, dass man Nord Stream 2 unterschreibt, dass man sich darauf verlässt, dass Russland in der Vergangenheit ja schon bis zurück in die 60er Jahre ein verlässlicher Lieferant von Öl und Gas war und dass das ja letztlich auch ein Teil der Politik heute schüttelt man den Kopf, aber es gab ja die Politik Wandel durch Annäherung, das wurde verstanden als Teil der Annäherung. Ich kann es nur erklären, warum es passiert ist. Es gab natürlich auch unterschiedliche Meinungen, auch innerhalb der Bundesregierung und Parlament dazu, aber sie ist nun mal getroffen worden und natürlich im Nachhinein war es die falsche Entscheidung, aber wie gesagt, es gibt viele Elemente, auch was die Medien anbelangt. Es gab nicht viele, die seinerzeit dann gesagt haben, nein, das kann man nicht machen. Aber wie gesagt, da haben Sie recht, das war ein Fehler. Und wir sind von vielen Ländern im Ausland, schon bei Nord Stream 1, von den baltischen Staaten, von Polen, Ukraine, sind wir gewarnt worden und wurde gesagt, macht es nicht. Aber wir haben es so gemacht. Es gibt ja jetzt auch neueste Literatur dazu, wie es zustande gekommen ist. Und so war es. Danke für Ihre Offenheit. Und damit zu Herrn Mathiesen. Sie haben das Ohr an dem, was in Ihrem Bundesland passiert. Die Ukraine, dieser Krieg, ist das das wichtigste Thema, das die Menschen bewegt? Oder sind da, wir schauen auf Wirtschaftsdaten, wir schauen auf die großen Fragen wie Migration, sind da vielleicht auch ganz andere Probleme, die wir auch ganz anders behandeln müssen? Sie sagten es eingangs, wir nähern uns dem 600. Tag. Als Russland die Ukraine angegriffen hat, war eine sehr große Verunsicherung im Land zu spüren. Ich denke aber, das gilt nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern für das gesamte Bundesgebiet.
Wir merkten in den Gesprächen mit den Menschen vor Ort sehr viel Verunsicherung. Es ist kein Geheimnis, dass die Ostsee spätestens seit der Annexion der Krim eine ganz andere geopolitische Bedeutung ihr beigemessen wird. Jetzt auch durch die, ich sag mal, Veränderung der NATO-Grenzen auch nochmal eine Verschiebung dort stattgefunden hat. Dass auf der einen Seite, auch Frau Kirchberger sagte es auch am Eingangs, die ersten Monate war auch noch nicht so richtig zu spüren, irgendwie in welche Richtung eigentlich Deutschland sich innerhalb dieses Krieges, ich sag mal, in welche Richtung es sich dieses Land positioniert. So, und dann kam ja relativ schnell, muss man auch fairerweise dazu sagen, denn auch wenn die Helme vielleicht am Anfang irgendwie für ein bisschen Gelächter gesorgt haben, aber doch sehr schnell Bewegung rein und sehr, also auch eine sehr klare Position wurde deutlich und die wurde auch weiter vertreten. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Thema Sicherheit oder in irgendeiner Form Angst das ist, was vordergründig die Menschen derzeit bewegt, weil nachdem diese, ich sag mal, nachdem der Angriff da war und die erste Verunsicherung durch war, schon klar war, alles klar, also vermutlich werden die Raketen nicht irgendwie in 2 Monaten direkt in Schleswig-Holstein einschlagen. Ich denke eher, das sind andere Folgen, mit denen die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner momentan mehr entweder zu kämpfen haben oder zu tun haben. Also wir haben das bei den ersten Fragen hier in der Runde Richtung Energiekosten schon einfach mitbekommen. Also Inflation ist einfach ein ganz großes Thema. Sie sagten das ja, Personal und Finanzen, eins meiner Steckenpferde. Ne? Das trifft auf die meisten Menschen im Land einfach zu. Und das ist auch etwas, was sie einfach mehr spüren, was sie mehr, ja, was einfach im Alltag, also egal, ob sie einkaufen gehen, tanken oder eine Rolle spielen. Wobei man auch da sagen muss, wir merken da auch vermehrt, dass es ruhiger wird. Also auch diese Hysterie, die wir im Herbst hatten, kann ich überhaupt meine Heizkosten noch bezahlen irgendwie, kann ich überhaupt irgendwie noch irgendwie zu meinem Job fahren. Wir haben nun mal ein Bundesland, was ist ein Flächenland. Der Bahnausbau könnte vielleicht irgendwo hier und da besser sein. Also formuliere ich es mal so, wir haben viele Menschen, die sind einfach nur aufs Auto angewiesen. Aber da muss man ja auch ehrlich sein, jetzt sind die Abrechnungen alle durch und so hart hat es uns nicht getroffen, wie es anfangs mal prognostiziert worden war. Weil sich ja sehr viele Menschen dann doch sehr viele Sorgen, sehr große Sorgen machen dann über diese wachsende Polarisierung im Land, jetzt nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in der gesamten Republik, AfD 20% plus. Nicht so schlimm bei Ihnen? Polarisierung, dieses Gefühl, sagen, da spaltet sich eine Gesellschaft eben auch aufgrund der ökonomischen Entwicklung. Na gut, dann ist ja alles gut hier. Ja, Sie merken, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, über die Frage. Wir haben diese Entwicklung, ich nehme sie in Schleswig-Holstein nicht so wahr wie in weiten anderen Teilen der Bundesrepublik. Ich habe das Gefühl, dass wir hier, ich sag mal, ruhiger, gemäßigter umgehen. Und wir beide hatten im Vorgespräch ja, oder vorab vor der Diskussion gerade gesprochen, nochmal, also es gibt eine große Differenzierung innerhalb des Landes. So. Und die einen beschäftigen sich mehr damit und damit. Also es gibt gar nicht mehr so diesen klassischen Trend als solches. Natürlich also beobachten, denke ich mal, alle Demokraten gewisse Entwicklungen als sehr problematisch. Aber ich würde sie hier anders bewerten als in weiten Teilen der Bundesrepublik. Darf ich das was sagen? Ja. Lenkt ein bisschen. Und dann gehen wir wieder in Fragen, wenn Sie nichts dagegen haben, machen wir, ne? Also wenn ich das darf, verlasse ich kurz mal die Vizekanzlerrolle und rede als Schleswig-Holsteiner, weil ich glaube, Herr Matteson hat recht. Für diejenigen, die jetzt heute unsere Gäste sind, sie wissen, dass sie bei den glücklichsten Menschen Deutschlands sind.
Schleswig-Holsteiner sind über Jahre, ja, das wiederum hat eine politische Bedeutung. Ich dachte, die glücklichsten Menschen leben in Osnabrück und das aber hartnäckig. Ja. Ja, das ist neben der Stadt, die es nicht gibt. Oder nicht. Egal. Also, so, wer ist hier aus Osnabrück? Nur muss man sagen, dass die denen noch glücklicher sind. Aber das hat verschiedene Gründe. Ich komme auch gleich zu einer politischen Beobachtung. Sicherlich ist, sagen wir, ein Grad an sozialer Gleichheit ein Indikator dafür, wie zufrieden eine Gesellschaft ist. Und es ist eben nicht Düsseldorf in Schleswig-Holstein. So, darüber hinaus gibt es aber eine andere Geschichte zu erzählen, denn es ist ja Schleswig-Holstein. Uwe Barschel, Björn Engholm, Heide Simonis, Nichtwahl, das ist das Land, wo sich politische Parteien nicht als Wettbewerber verstanden haben, sondern, um ein modernes Wort wieder zu benutzen, als Feinde, als Gegner. Und das hat sich geändert in den letzten 20 Jahren. Prinzipiell würde ich sagen, die politische Kultur ist eine ganz andere geworden, so dass das Einvernehmen der demokratischen Parteien anders gelebt wird, als es die Tradition eigentlich des Landes war, seit 20 Jahren. Ich würde sagen, seit 2005, also Große Koalition, erst Carstensen und SPD und dann die Albig-Regierung, da war ich ja Teil davon, und dann jetzt ein bisschen zu Schwarz-Grün. Alle können irgendwie miteinander und müssen auch miteinander kommen. Das hat sich geändert. Und was Bedingung dieser Änderung ist, meine ich, ist, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, den starken Ausbau der erneuerbaren Energien, gerade in den vermeintlich durch strukturschwachen Regionen und durch die besondere Form von Bürgerwindparks, also der Beteiligung von vielen Menschen, das Land nicht auseinandergefallen ist, sondern eigentliche Regionen, die mit dem ganzen Fortschritt hätten hadern können, sind Kraftzentren der Veränderung geworden. Da ist Wohlstand hingekommen. Da, wo die erneuerbaren Energien sind, sind die schnellsten Internetverbindungen. Kommunen sind beteiligt worden, Menschen sind beteiligt worden. Die Landwirte haben Anschluss gefunden an die Veränderung. Dann konnte man die ökologische Agrardebatte anders führen, und daraus ist der Gedanke von Konsenspolitik erwachsen. Das erlebe ich so in Schleswig-Holstein, und das hat viel mit der breiten Aufstellung im Land zu tun. Und ich glaube, dass die politische Lehre daraus, jetzt hören Sie daraus viel Lokalpatriotismus, den habe ich auch da drin an der Stelle, die politische Lehre daraus ist, dass wenn ein Land oder eine Gesellschaft in der Lage ist, die Dinge auch zu lösen, dann ist der Raum für Populismus, der nämlich prinzipiell keine Lösung will, sehr viel enger. Und deswegen ist es in der Tat so, dass in Schleswig-Holstein, also einem von seiner sozialen und demografischen Struktur konservativen Land, ist der AfD bisher nicht gelungen, besonders stark zu werden. Also die haben eigentlich kaum einen Fuß auf den Boden hier bekommen. Und das liegt tatsächlich an einer erstaunlichen politischen Entwicklung, die man vielleicht auch an der Analyse, jetzt, wo wir deutschlandweit überlegen, was soll man eigentlich tun, mal ernst nehmen kann. Ich höre zwei Dinge aus dem, was Sie sagen. Zum einen, dass man sich Schleswig-Holstein als ein glückliches Land vorstellen darf. Und das zweite ist das Wort Konsenspolitik. Konsens, der Versuch, sich über Argumente einander anzunähern und in oft ja Kompromissen, aber die bestmöglichsten Lösungen zu finden. Offensichtlich Verfahren des politischen Miteinanders, die uns zunehmend schwerfallen. Und damit vielleicht wieder zu Ihnen, ins Publikum. Ich drehe mich jetzt einmal um und habe eine Dame. Darf ich Sie das Mikrofon bitten? Sie sind? Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Beate Jessen. Ich bin Flensburgerin, Lokalpatriotin. Ein glücklicher Mensch? Ein glücklicher Mensch, wenn ich zu Hause bin. Bin aber in der Schifffahrt, weltweit in der Seefahrt tätig und lebe deshalb in anderen Blasen, in Zeitumständen. Bin kürzlich wieder nach Hause gekommen in Urlaub und habe mich deshalb gewundert, weil ich im Moment im US-amerikanischen Raum unterwegs bin, aber nach wie vor mit Russen und Ukrainern an Bord arbeite, wie ruhig es hier ist. Also
das war für mich, was Herr Matthiesen sagte, dass er so lange überlegen musste über die Probleme in Schleswig-Holstein. Für mich stellt sich das dar, weil ich die politische Situation, die Entwicklung in den USA, diese Zweiteilung des Landes beobachte und an Bord eben mit Russen und Ukrainern immer in intensiven Gesprächen bin, sehe ich das ein bisschen geopolitisch, die Problematik, dass die Demokratie offenbar am Ende ist. Also die Überwindung also dieser Problematik in den USA, was den Trumpismus angeht, man kann das kaum noch als Demokratie bezeichnen, was dort passiert. China ist für mich auch ganz klar, weil ich das in der Seefahrt schon seit Jahrzehnten beobachte, wie China wirtschaftlich die Welt, Afrika übernommen hat, was USA in Südamerika gemacht hat, in verschiedenen Ländern. Und jetzt sieht man das ja wirklich weltweit, dass immer mehr die extremen Parteien rankommen, aber die Demokratie als solche leidet. Und das sehe ich als Sicherheitsbedrohung für nicht nur für uns in Deutschland, für die ganze Welt. Und eben auch die Bedeutung Europas, dass Europa für mich eigentlich ja, Abendland ist am Ende und dass ganz andere Machtzentren die Zukunft der Welt übernehmen. Nur dazu meine ein bisschen Erfahrung weltweit. Ja. Ich glaube, Frau Kirchberger kann die Frage nach den neuen Machtzentren und nach der Rolle, Bedeutung, Größe Europas und der Demokratien in diesen neuen Machtzentren, einer neuen Weltordnung, von der immer gesprochen wird, beschreiben. Das ist eine ganz einfache und kleine Frage, die da gerade gestellt wurde. Also kein Problem. Nein, ich kann natürlich das nicht beantworten. Ich kann nur ein paar Gedanken vielleicht aus der wissenschaftlichen Perspektive dazu geben. Wir machen uns natürlich an meinem Institut auch genau über diese Fragen sehr viele Gedanken. Über die Machtverschiebung und den Aufstieg von anderen Modellen und die Anziehungskraft auch von anderen Modellen in anderen Teilen der Welt. Ich denke, wir stehen in so einer Umbruchphase, weil vielleicht sind es vor allem die sozialen Medien und neue technologische Kommunikationskanäle, die einfach die Spielregeln verändert haben, wie unsere alten demokratischen Modelle funktioniert haben. Früher war das eben nicht so, dass der Normalbürger den ganzen Tag irgendwie auf Twitter unterwegs war oder im Facebook oder irgendwo Nachrichten konsumiert hat, die aus den unterschiedlichsten Quellen kamen. Man hat halt seine Tageszeitung vielleicht gelesen, weil alles sorgfältig editiert war von professionellen Journalisten und Politiker hatten ein anderes Standing in der Gesellschaft. Es war vielleicht alles weniger Beteiligung tatsächlich des einzelnen Bürgers, weniger direkte Beteiligung, es war sehr viel indirekter. Und jetzt haben wir so eine Umbruchphase, in der plötzlich riesige Möglichkeiten des direkten Teilnehmens entstanden sind, wie ja auch dieses Forum gerade hier zum Beispiel. Und das alte System hat halt aber noch Regeln, die vielleicht nicht so hundertprozentig gut auf die neuen Realitäten passen. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen Kinderkrankheiten sozusagen einer neuen Art von gesellschaftlicher Kommunikation gerade auszustehen. Und das hat halt verschiedene Nebeneffekte, die nicht alle nur gut und schön sind. Aber man sollte auch jetzt nicht den Fehler machen und den autoritären Staaten, die uns oft so mächtig erscheinen, ob das jetzt Putins Russland ist oder ob das jetzt das China von heute ist, man sollte nicht denken, die seien so stark und so solide und auch so nachhaltig in diesem Machtanspruch. Also ich bin China-Spezialistin und arbeite aber auch mit vielen Russland-Spezialisten zusammen. Und was uns allen eigentlich gemeinsam auffällt, ist immer, wie fragil eigentlich diese Systeme im Inneren auch sind. Also vieles von diesen brutalen Methoden geht ja auf Angst tatsächlich zurück, letztlich vor den eigenen Bürgern. Ja? Also wenn man in Überwachungstechnologie mehr Geld investiert, in die innere Überwachung in China, mehr Geld investiert als in die äußere Verteidigung, dann heißt das, man hat vor den eigenen Bürgern de facto mehr Angst als vor äußeren Feinden. Also wir machen oft den Fehler, dass wir uns selbst und unsere Unzulänglichkeiten und Mängel sehr viel stärker wahrnehmen. Unsere schmutzige Wäsche wird halt in aller Öffentlichkeit gewaschen und auf die Leine gehängt, für jeden sichtbar. Und Länder, die nicht transparent sind, erscheinen dann stärker. Also das ist jetzt so ein Gedanke dazu, in diese Richtung.
Aber ich will das natürlich nicht kleinreden, was Sie da erwähnen. Natürlich sind das besorgniserregende Zustände und gesellschaftliche Polarisierung und die Entstehung von demokratischen Parteien, die am Ende doch gar nicht mehr so sehr den demokratischen Spielregeln selber sich verpflichtet fühlen. Das ist natürlich eine Bedrohung für unser System, aber dafür brauchen wir eben die wehrhafte Demokratie. Das diesjährige Friedensgutachten der vier führenden Friedensforschungsinstitute der Republik wird seit über 30 Jahren jedes Jahr veröffentlicht. Sorgt sich in diesem Jahr auch ganz besonders um Tendenzen der Entdemokratisierung, auch in klassischen Demokratien, wie es die Bundesrepublik ist. Also schon auch Sorgen, die viele umtreiben. Jetzt wandere ich wandere einmal so rum. Der Herr. Herr Krüger. Felix Krüger, mein Name, ich komme aus Flensburg, ich bin Psychotherapeut. Und ich habe in meiner Arbeit festgestellt, dass viele Menschen sehr wohl große Ängste haben, auch vor Eskalation, was den russisch-ukrainischen Krieg angeht. Und dabei auch den Eindruck, dass viele Menschen vermissen eine einigermaßen offene Diskussion. Viele Menschen fühlen sich nicht mitgenommen von der Politik. Das ist das, was ich so querschnittlich mitbekomme. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum die AfD relativ viel Zulauf bekommt, auch wenn in Schleswig-Holstein wir uns ein bisschen freuen können, dass es hier nicht so ausgeprägt ist. Und was ich vermisse schon seit vielen Jahren, ist eine tatsächlich offenere Diskussion über die bedeutsamen Themen und weniger eine Polarisierung, die sehr schnell festzustellen ist. Das war in der Corona-Zeit sehr ausgeprägt. Und ich finde auch in den anderthalb Jahren des Krieges keine echte Diskussion über die Beteiligung auch dieses Landes oder die Unterstützung der Ukraine beispielsweise, sondern eher ein Versuch, relativ schnell argumentativ Tatsachen zu schaffen und nicht wirklich hinzuhören. Und meine Sorge ist es, dass das weiter anhält, und ich würde mir wünschen, dass in der Richtung wirklich mehr getan wird und die Menschen sich mehr gehört und auch mitgenommen fühlen. Und meine Frage da, was kann von Ihrer Seite, auch Herr Habeck, dafür getan werden? Vielen Dank. Ich gebe Herrn Habeck eine kurze Atempause und richte die Frage an den SPD-Bundestagsabgeordneten Herr Querdi. Hören Sie den Menschen nicht gut genug zu? Da in dieser Berliner Blase. Also in der Berliner Blase muss man gar nicht zuhören, ja, sondern in seinem Wahlkreis. Also die Aufgabe ist ja klar verteilt. Ja. In der Berliner Blase muss man dann kommunizieren und erklären. Also es sind ja zwei, das ist ja ein reflexives Verfahren im perfekten Maße. Ich nehme die Kritik sehr ernst. Ich bin lange genug auf dem Planeten, um zu wissen, dass das Zuhören in der Vergangenheit, also Sie haben ja meine Vorgänge im Amt erwähnt vorhin, also Herbert Wehner war ein Zuhören Schmidt, von Rose. Anderen Meinungen vor Ort, wie soll ich sagen, nicht so zugänglich. Und die, um es mal ganz vorsichtig, also das war jetzt persönlich interpretiert, demokratietheoretisch könnte man das viel drastischer formulieren. Und die gleichen Leute, die mir heute sagen, das war ein toller Typ, der hat mal Klartext gesprochen, sind die gleichen, die dann auch sagen, wir hören jetzt nicht zu. Also wir sind schon in einem dynamischen Verfahren, wo sich die Dinge auch ändern, wie sozusagen das öffentliche Gespräch in unserem Land organisiert wird. Was übrigens auch nicht ungewöhnlich ist in der Demokratie. Aber wir verlieren natürlich so ein paar Fixpunkte, wenn es eine extrem dynamische Situation gibt. Ja? Und die Sicherheitslage in der Ukraine ist, wahrscheinlich gibt es so einen Abnutzungseffekt nach 600 Tagen. Vielleicht auch, wenn wir, oh, das weiß der Wirtschaftsminister besser als ich, aber ich glaube, heute vor einem Jahr hätte man, wenn man einen neuen Gasvertrag geschlossen hätte, das war schon ein bisschen akuter, würde ich mal sagen. Hätte ja? man sich jedenfalls gut überlegt, ja. So, und diese permanente Veränderung mag ja den Eindruck erwecken, als seien alle kollektiv überfordert. Ich glaube, es gehört auch für uns dazu zu sagen, naja, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Und das
Das sind wir deshalb unter anderem auch, weil wir zuhören. Also die Energiefrage Ende letzten Jahres zur Top-Priorität der deutschen Politik zu machen, war ja ein Resultat daher. Also das ist ein permanenter Prozess. Ich kann sagen, ich komme aus dem zweitschönsten Wahlkreis des Landes. Die Frage von öffentlich gefördertem Wohnungsbau, übrigens jenseits des Kieler Weltwirtschaftsinstituts der Unterstützung, die wir der Ukraine völlig zu Recht geben, und nach meinem Dafürhalten hätten wir es auch ein bisschen früher machen können, dass wir ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern vollen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, zum Sozialsystem und auch auf den Wohnungsmarkt geben, das ist auch etwas, was diese Gesellschaft als Ganzes zusammen leistet, als Unterstützungsleistung. So, und das muss man dann auch entsprechend kommunizieren und den Herausforderungen, die miteinander verbinden. Ich habe aus meiner Sicht überhaupt nicht das Gefühl, dass wir, sage ich jetzt mal Koalition, aber auch Teile der Opposition, die noch daran interessiert sind, sozusagen auch in einer gewissen Dialektik an besseren Lösungen zu arbeiten, dass wir zuhören wollen und erklären wollen. Was problematisch ist eben, dass Teile der Opposition, wenn die AfD genannt wurde, ja offensichtlich nicht im Zuhören stark ist, offensichtlich gar nicht interessiert ist an dezidierten Lösungen. Niemand steht auf und sagt, die AfD wird gewählt, weil, und dann kommt so ein Steuerkonzept. Und über Steuern kann man sich wirklich streiten. Sodass wir am Ende auch, Stichwort wehrhafte Demokratie, schon auch mal mit größerem Selbstvertrauen, ohne uns selbst zu geißeln als politische Kaste, wir hören nicht zu und wir erreichen die Menschen nicht. Ich erreiche mehr Menschen auf meinem Social-Media-Account, als Herbert Wehner jemals in seinem Wahlkreis erreicht hat. Wir können auch schon mit ein bisschen Selbstvertrauen sagen, das ist, die Demokratie ist etwas, was wir nicht nur verteidigen wollen, weil es irgendwie nice to have ist, sondern weil das unsere Art zu leben ist. Und die Abrissbirne da durchschwingt, da können wir uns auch mal hinter unseren Politikern, hinter unseren Institutionen, den Gerichten, die den Laden hier am Laufen haben, die uns unterscheiden von China, die uns unterscheiden von Russland, auch mit einem größeren Selbstvertrauen sagen, ja, wir wollen so leben, das ist gut so. Politik und besser als ihr Ruf? Und ganz an den Vizekanzler. Wir sind in einer Krise globalen Ausmaßes. Es wird neu aussortiert, welche Rolle China spielt. Es wird aus der Schifffahrtsindustrie genannt. Wir haben diesen Krieg in der Ukraine, wir haben Inflation, was für alle Menschen, die im unteren Einkommensdrittel unseres Landes sind, die vielleicht auch nicht immer zu allen öffentlichen Veranstaltungen der Münchner Sicherheitskonferenz kommen, eine sehr, sehr hohe Belastung ist. Und wir sind trotzdem in dieser Phase ziemlich gut durchgekommen. Wir können es ja mit anderen großen Kriegen in Europa in der Geschichte vergleichen. Ich lehne es ab, dass wir uns ständig... Das heißt nicht, dass wir sehr differenziert nach besseren Lösungen finden müssen, dass wir sehr ernst nehmen müssen. Aber diese Pauschalkritik an der Demokratie, damit betreiben wir das Geschäft der anderen. Ja? Und da kann man auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Und ich bin sehr kritisch mit meiner eigenen Partei, ich bin sehr kritisch mit der Koalition, das schließt das gar nicht einander aus. Aber ich habe auch keinen Bock, mich vor Umfragen, nicht aus Schleswig-Holstein, sondern aus den neuen Bundesländern treiben zu lassen und unser ganzes Geschäftsmodell in Frage zu stellen, nur weil da eine Null-Bock-Stimmung in Teilen des Landes sich durchgesetzt hat. Für die es verschiedene Erklärungen gibt, aber nicht die Erklärung, wir sollten uns jetzt selbst in Frage stellen, weil das Ganze völlig anders machen sollen. Wir sind sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit und auch gegenwärtig. Die Politik, das Regierungshandeln dann doch viel besser als Ihr Ruf, Ihr selbstgemachter. Naja, ich glaube, das ist der selbstgemachte Ruf ist nicht so dolle und die Ergebnisse sind nicht so schlecht. Also das muss man, glaube ich, so unterscheiden, die Leistungsbilanz der Politik. Es ist ja nicht die Bundesregierung, das ist das Parlament, die Länder, die verschiedenen Institutionen, die Vereine, die Verbände haben in den letzten 2 Jahren Enormes vollbracht und die Regierung hat sich nicht besonders geschlossen dargestellt. So, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen, wissen ja auch alle, haben wir alle erlebt. Ich habe über Ihre Frage jetzt ja kurz nachdenken dürfen und weil ich Ihnen eigentlich gar nicht zustimmen möchte, habe ich doch noch eine Lösung gefunden,
die ich in den Raum werfen will. Ich will Ihnen deswegen nicht zustimmen, weil mein Eindruck ist, dass wir sehr viel diskutieren auf allen Ebenen. Im Parlament, mit den verschiedenen Akteuren, teilweise ist es genannt worden, in den Talkshows, in solchen Räumen wie hier, wahrscheinlich am Küchentisch, wie man immer sagt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo unterdrückte Meinungen gibt, außer man findet sich in der Mehrheitsmeinung, meinetwegen in den Mehrheiten im Parlament nicht direkt wieder, aber das ist ja nicht das Gleiche. Also zu sagen, wir reden nicht genug darüber, heißt ja nicht, dass man dann auch immer die Zustimmung bekommen muss. Und trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass etwas verrutscht und dass man das Gefühl hat, nicht gehört zu werden. Und eine mögliche Erklärung liegt, das haben Sie gerade angesprochen, so im halben Nebensatz, in der veränderten Kommunikationsform, also in den sozialen Medien oder in der Digitalisierung der Kommunikation. Ich will jetzt gar nicht auf Twitter schimpfen oder so, wobei man noch mal sich klar machen muss, man denkt ja, es ist quasi eine neutrale Plattform. Es ist ein kommerzielles Geschäftsmodell. Ja? Leute werden schweinereich mit dieser Plattform, weil sie Aufmerksamkeitsgeneratoren verkaufen. Und dann weiß man ja auch, wie Aufmerksamkeit entsteht, nämlich nicht, indem wir alle im zwanglosen Zwang des besten Arguments uns ganz lange zuhören, sondern durch Emotionalisierung von Debatten. Aber was anderes, ne, um jetzt, hängt damit zusammen, aber um es ein bisschen vielleicht komplexer zu machen, ich habe mal mit einem Journalisten länger gesprochen, der von einer großen deutschen Wochenzeitung berichtete, dass es quasi ein Schock war, als die ganzen papierenden Artikel online ins Netz gestellt wurden, weil man inzwischen ja online nicht nur liest oder sieht, wie viele Leute das kommentieren, teilen, liken. Also steht ja immer drunter 123 Kommentare bei irgendeinem SAZ-Artikel oder Süddeutsche oder Zeit oder Welt oder was auch immer. Sondern man sieht ja inzwischen auch, wie lange die Leute auf den Artikeln bleiben. Nicht besonders lange. Im Grunde lesen sie nur die Überschriften und die ersten drei Sätze und sehr viele Journalisten, vielleicht auch Politiker, vielleicht wir alle, die geglaubt haben, der öffentliche Diskurs lebt davon, dass ich ein Argument in Ruhe entfalten kann und dann nimmt man das mit und redet ein bisschen darüber, muss man auf einmal lernen, dass man sich nach drei Sekunden eine Meinung bildet und dann weiter scrollt. Und das ändert natürlich auch was, meine ich, in der Sprache, in der Berichterstattung, denn man will ja, dass die Leute auf der Seite bleiben, also muss man catchier schreiben. Man schreibt nicht, wenn man alle Studien von allen Instituten gelesen hat, kommt man nach vielen Überlegen zu folgendem Ergebnis, sondern man sagt, warum können sich Habeck und Lindner eigentlich nicht vertragen? Oh, Streit, es wird spannend. Und dann gucken die immer so grimmig. Und wo ist eigentlich Olaf Scholz? Und das sind dann die Artikel. Worauf es eigentlich hinausläuft, ist, es ist alles sehr laut geworden. Aus Gründen, die man erklären kann. Aber das ist auch mein Eindruck. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht in so einen Sound, früher war alles besser, einzwingt. Ja, also der Buchdruck ist als kulturelle Niedergang gefürchtet worden. Ja. Auf einmal fangen die Leute an zu lesen, die sollen ja auf dem Feld arbeiten, da hatten Leute richtig Angst davor und heute wünschen wir uns, dass wir mehr Zeit zum Lesen haben. Also da will ich nicht hingehen, aber es gibt natürlich eine Zunahme in der Geschwindigkeit der Meinungsbildung. Das, glaube ich, ist objektiv so zu sagen und Zunahme in der Geschwindigkeit der Meinungsbildung heißt eben weniger Raum für gehört zu werden. Erstmal ein Argument stehen lassen, abwägen. Man muss sich sofort eigentlich zu allem immer verhalten. Und das ist bestimmt festzustellen. Das kriegen wir auch nicht wieder weg. Das zu beklagen ist völlig sinnlos. Aber das kann ein Stück weit erklären, warum das Gefühl einer kommunikativen Überforderung da ist. Die Welt davor hatte ja auch Krisen und Kriege und Konflikte und Pandemien und Revolutionen und Inflation und so weiter. Aber es ist alles sehr viel lauter und schneller geworden. Das ist bestimmt so und da arbeiten wir daran, kommunikative Räume erst wieder zu verteidigen oder aufzutun. Ja, und vielleicht ist es manchmal so ganz gut, sich zu überlegen, wo man leiser sein kann, wie man Räume herstellen kann, in denen es nicht irgendwie ganz so laut zugeht. Eine Küche kann das sein oder ein Zeitenwende-Townhall und damit irgendwie, darf ich gerne noch zwei Fragen nehmen, weil ich gucke auf die Uhr, wir haben schon 8 Uhr. Und der junge Mann hatte sich schon ganz früh gemeldet. Sie sind. Ja. Ja, hallo.
Mein Name ist Falk Bednarski. Ich habe erstmal keine Frage. Ich möchte mich bedanken, weil ich die Moderation unglaublich gut finde und sehr, sehr beeindruckt bin, ehrlich gesagt. Es sind die Teilnehmerinnen. Nein. Okay, go ahead. Ihre Frage. Mich würde interessieren, ob eine deutsche China-Strategie überhaupt reicht oder ob man nicht eigentlich eine europäische braucht und die europäische überhaupt möglich ist aktuell. Frau Kirchberger. Mein Gott, eine Frage an mich. An die China-Expertin, danke. Also ich wollte vielleicht auch noch mal Bezug drauf nehmen. Sie haben die China-Strategie vorhin, die deutsche, ja relativ negativ eingeführt. Objektiv. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist ja wirklich das erste Mal, dass versucht worden ist, so eine Beschreibung da, also der Lage irgendwie anzufertigen. Ich finde ja eigentlich, das Wort Strategie impliziert ja, dass man ein Ziel hat und beschreibt, wie man da hinkommen will. Das sehe ich gar nicht so sehr in diesem Papier. Für mich ist das eigentlich eher eine Lageanalyse mit gewissen Implikationen. Aber so schlecht ist die, finde ich, nicht, die Beschreibung. Die wird der Komplexität unserer Beziehung zu China eigentlich ganz gut gerecht. Und es wird eigentlich auch recht ungeschminkt benannt, wo Risiken, Probleme und Schwierigkeiten vorhanden sind. Also ich war eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen, davon, dass die Strategie nicht voll mit, wie soll ich sagen, naiven oder Wunschdenken-Formulierungen ist, sondern dass sie eigentlich ganz ausgewogen mir erschien. So einfach mal, um das so der Fairness halber zu erwähnen. Und grundsätzlich ist das Problem in der Tat, auf europäischem Level haben wir ja die Schwierigkeit, dass die vielen unterschiedlichen Mitgliedstaaten der EU, aber auch die Länder, die nicht Mitglied der EU sind, wie zum Beispiel Norwegen oder Großbritannien, jedes Land hat natürlich seine eigene Position gegenüber China und auch unterschiedliche Abhängigkeiten und Prioritäten und Erfahrungen. Schweden zum Beispiel hat mieseste Erfahrungen gemacht in letzter Zeit mit China. Kidnapping von schwedischen Staatsbürgern, die da sozusagen in Geiselhaft dann gehalten worden sind und so weiter. Das hat dann die Beziehung Schwedens zu China sehr stark geprägt. Litauen hat jetzt ähnliche Probleme aus anderen Gründen. Das ist das Problem, was wir in Europa haben, dass man all diese unterschiedlichen und ja auch irgendwo berechtigten Interessen der einzelnen Länder irgendwie zusammenbringen müsste. Und China wiederum als einzelner zentralstaatlicher Akteur nutzt das natürlich auch sehr geschickt aus, Länder gegeneinander auszuspielen. Also dann zu sagen, Litauen hat uns jetzt verärgert wegen des Verhältnisses zu Taiwan, dann üben wir doch mal Druck auf die deutschen Hersteller von Autozulieferprodukten aus, möglichst ihre Produktion aus Litauen abzuziehen. Ja, indem wir die deutschen Autobauer unter Druck setzen und über diesen indirekten Weg können wir dann Litauen schaden. Und das sind so Strategien auf dem europäischen Level, auf die es oft keine richtig gute Antwort gibt. Und da sehe ich die Schwierigkeit. Aber die Lagebeschreibung ist erstmal die erste Voraussetzung, dass man überhaupt versteht, wo stehen wir, wo sind die Probleme, wo sind die Hebel. Und dann muss man sich eben überlegen, okay, was sind unsere eigenen Kerninteressen? Das ist immer von den chinesischen Kerninteressen die Rede. Was sind unsere Kerninteressen? Und wie können wir diese Kerninteressen noch schützen und verteidigen? Und da sind wir aber noch nicht. Ich denke, der Weg dahin ist ein längerer. Solange der Weg dann nicht das Ziel ist. Ja. und ich darf eine letzte Frage aus dieser Runde hier nehmen. Dann haben wir noch zwei Fragen, oder? Haben wir Fragen. Sie sind? Mein Name ist Reinhold Majeski, bin 64 Jahre alt, gebürtiger Flensburger, fraktionsloses Ratsmitglied im Stadtrat Flensburg. Und ich hätte eine Frage an Herrn Habeck als Klimaminister. Wie verstehen Sie das oder können Sie das vereinen, dass durch die Wahl, 14.05. Kommunalwahl, die Stimmverhältnisse sich im Rat verändert haben, dass die Grünen mit der SSW einen Radweg von 1,1 Kilometer durchbringen und dafür 23 massive Bäume gefällt werden müssen, die CO2 umwandeln und damit die Wohnqualität auf der westlichen Höhe für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Flensburg verschlechtern.
Okay, vielleicht doch nicht das glücklichste Bundesland. Möchten Sie antworten oder Herr Mathiesen, der vielleicht noch mal näher dran ist? War eine Frage an Sie, Herr Habeck. Ja, ich weiß, aber da Herr also sitzen Leute, die profunder über die Radwege entscheiden. Die halbe Ratsfraktion der Grünen sitzt ja hier ebenfalls im Publikum oder die halbe nicht. Was euch, was die Frage gebe ich weiter. Okay, Bäume fällen ist aber nicht gut. Die Frage kann man nur weitergeben. Ob Sie es vielleicht auch mit Herrn Habeck oder Herrn Mathiesen bilateral vielleicht klären können? Entschuldigung. Und ich darf last but not least um eine Frage bitten. Genau. Ja, Ralf. Es gibt keinen gerechten Krieg, steht richtig auf Ihrem T-Shirt, Bundeswehr abschaffen. Genau. Also, ich, Ralf Köppers, mein Name, Arzt und Psychotherapeut, insofern Kollege von Andrea und Felix. Okay, aber Sie nicht kennen, in der IPPNW, sondern in der Deutschen Friedensgesellschaft, einer Organisation des politischen Pazifismus, damit Robert nicht gleich wieder antwortet, das ist ja nur moralisch. Meine Frage lautet, mit militärischer Überlegenheit hat NATO-Militär die Kriege in Afghanistan und Syrien verloren. Da sind die Ziele nicht erreicht worden. Mit welcher Arroganz gehen denn diese kleinen Putins hier in dieser Runde? Ich verurteile diesen Angriffskrieg von Wladimir Putin ganz deutlich, aber ich verurteile auch die Haltung von NATO-Politikern, die meinen, dass man Kriege militärisch gewinnen könnte. Im Krieg verlieren auch die Sieger. Mit welcher Arroganz meinen die hier anwesenden kleinen Putins, dass man dann den Krieg gegen die in der Ukraine gegen Russland gewinnen kann zu einem vertretbaren Preis? Wie hoch muss die Überlegenheit der NATO-Truppen sein, damit man den Krieg militärisch gewinnen kann, wenn man weiß, dass 5-mal so viel im Westen für Rüstung ausgegeben wird wie in Russland, 19-mal, wenn man die USA dazu gezählt hat, und trotzdem wird ja mehr auf Waffen gesetzt. Und warum kann man nicht aus der Ukraine lernen? Da hat nämlich Robert etwas falsch dargestellt. Der Krieg gegen die Ukraine wurde nicht geführt zur Zeit, wo die Ukraine abgerüstet hat und auf Atomwaffen verzichtet hat, sondern der Krieg wurde geführt, nachdem die Ukraine seit 2014, 2015 massiv aufgerüstet wurde. Und damit wurde so einem Militaristen Putin natürlich also das Argument geliefert. Dankeschön. Warum geht ihr nicht zu, ihr habt versagt? Ja, ich teile ungefähr gar nichts versagt von dem, was Sie gesagt haben, beginnend mit dem wahrscheinlich witzig gemeinten Satz lauter kleine Putins, was ich überhaupt nicht witzig finde, weil Putin ein schlimmer Kriegsverbrecher ist und man kann sich irgendwie beleidigen, wie man will, aber das, finde ich, sollte man nicht an Leuten unterstellen, bis hin zu der... bis hin zu der Analyse, dass die deutsche Friedensbewegung oder Teile der Friedensbewegung nicht eine politische Richtung verfolgt. Ich habe den Kriegsdienst verweigert. Ich habe mich damals sehr intensiv mit den verschiedenen Organisationen beschäftigt, war kurz auch Mitglied, bis ich gesehen habe, wie stark diese Organisationen gar nicht pazifistisch waren, sondern Russland Versteherorganisationen waren. Aber das sind nur erst einmal meine Anmerkungen zu den Vorsätzen. Auffällig war, dass Sie über den verschiedenen Kriegen die NATO verantwortlich gemacht haben. Ich fand die Unterstützung von der russischen Seite von Assad unerträglich. Das war schon Wagner und Putin gegen die eigene Bevölkerung. Und die Menschen ein Stück weit vor den Gräueltaten ihres eigenen Präsidenten zu beschützen, ähnlich wie wahrscheinlich die Situation damals auf dem Balkan, scheint mir gerechtfertigter, als darüber hinwegzuschauen, welche Rolle Russland da gespielt hat. Aber das war auch nicht Ihre Frage, sondern das sind nur Nebensätze gewesen. Es ist nicht richtig, dass die Ukraine 2014/15 aufgerüstet hat, um einen Krieg zu beginnen, sondern
Wir haben das kurz gestreift heute in, darf ich das sagen, dem ersten Angriff auf die Ukraine. Ist sie schon Opfer gewesen und hat dann sich versucht, in einer fragilen Situation zu verteidigen. In der Tat, sie haben um Waffen gebeten. Deutschland jedenfalls hat das verwehrt. Aber auch da sind die Gebiete besetzt gewesen von Russland und die Ukraine angegriffen gewesen. Dass wir 2014/15, wir Deutschland, die NATO, darauf gesetzt haben, über Verhandlungslösungen das zu stabilisieren, ist ehrenwert, ohne Frage. Aber wir haben damit Putin die Chance gegeben, sich auf diesen Krieg vorzubereiten. Und das hat er dann ja auch ausgenutzt und getan. Wie dieser Krieg endet, kann nach jeder Logik, die ich aufbringen kann, eigentlich in erster Linie nur die ukrainische Bevölkerung entscheiden. Wir können uns weder anmaßen zu sagen, ihr müsst diesen Krieg durchkämpfen, bis so und so viele Soldaten gestorben und verblutet sind. Das können sie nur selber entscheiden, wann es genug der Opfer sind. Noch sollten wir uns ihnen anmaßen zu sagen, jetzt dürft ihr nicht mehr euer Land und eure Freiheit verteidigen. Ich glaube, die Rolle, die wir haben, und das ist eine Rolle, die schwer genug zu tragen ist, aber natürlich nichts gegenüber dem Leid ist, das die ukrainische Bevölkerung dort zu erleiden hat, ist, solange die Ukraine für ihre territoriale Integrität und ihre Freiheit Unterstützung braucht, diese Unterstützung zu gewähren. Das ist die Rolle, die wir haben. Nicht mehr, aber auf keinen Fall weniger. Und wahrscheinlich müssen wir Dilemmata aushalten. Wir stehen auf schwankendem Grund und wir schlafen schlecht, wenn wir daran denken. Und vielleicht, weil das so ist, würde ich gern, wir sind schon etwas über der Zeit, ich bitte um Entschuldigung dafür, ich würde dann doch ganz gerne versuchen, mit einem kleinen bisschen Optimismus zu enden. Ein Satz von jedem von Ihnen, was macht Ihnen Mut in diesen Zeitenwendezeiten, die ja in Wahrheit ein Epochenbruch sind? Herr Kaufholz. Ich möchte zunächst sagen, ich bin Kriegsreporter gewesen. Ich war mehrmals wochenlang in Sarajevo. Ich bin in Tschetschenien gewesen. Ich war an der Front, ich kenne den Unterschied zwischen Ingoing and Outgoing Fire und ich kann bestätigen, Krieg ist schlimm, Krieg ist nicht wünschenswert. Trotzdem hoffe ich, dass die Ukraine gewinnt, denn Ukraine ist überfallen worden und als Bürger in einem kleinen Land sehe ich die Notwendigkeit, dass die völkerrechtlichen Prinzipien das Weltgeschehen bestimmen. Wir, die immer die Orthodox sind, wir müssten darauf beharren, dass Krieg das letzte Mittel ist. Und hier hat Putin zum Krieg gegriffen, nicht wir. Mir macht Mut, dass ich in einer Gesellschaft lebe, die einen sehr klaren moralischen Kompass seit einigen Jahren aufweist und sich sehr schnell auf die Gegebenheiten einstellt und probiert, mit der Situation umzugehen. Bei allem, was wir jetzt gerade erlebt haben, was auch schmerzlich war, wird mit Sicherheit noch einiges auf uns zukommen. Ich bin absolut bei Ihnen. Wir können auch einfach mal sagen, wir haben auch einiges in den letzten Monaten und Jahren richtig gemacht und sind durch besonnenes Handeln relativ gut durch die eine oder andere Krise gekommen und insofern bin ich auch zuversichtlich, dass wir auch die nächsten Krisen in irgendeiner Form relativ gut meistern werden. Herr Berdi. Da kann ich nahtlos anschließen. Mir macht Mut, so wie wir, und mit mir meine ich dann vielleicht doch den Westen, aber doch mit einigen, die noch dazugekommen sind, auf diese Krise reagiert haben bisher.
die NATO-Grenze hat sich verschoben. Ja. Neutrale Staaten haben sich nach Jahrhunderten entschieden, mit uns gemeinsam die Verteidigung unserer Werte zu organisieren. Wir sind reaktionsfähig. Die alte Frage, kann die Europäische Union, das war ja auch die Frage nach Europa, immer nur in Krisen wachsen? Das ist ja manchmal sehr frustrierend in der Politik, dass man erstmal eine Krise braucht, um zu reagieren. Aber es ist tatsächlich so. Und wir haben einen enormen Prozess hingelegt in dieser Phase. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Man muss aber auch zuversichtlich sein, denn meine Vermutung ist, dass sich in Moskau nicht so viel ändern wird in den nächsten Jahren, dass also dieser Druck aufrechterhalten bleibt, dass wir mit dem aber so umgehen, wie wir es jetzt getan haben und die richtigen Antworten geben. Mhm. Danke. Frau Kirchberger, nicht nur die China-Strategie, die gut ist. Ich wollte nur sagen, dass sie vielleicht nicht ganz so schlecht ist, wie sie, ja. Die ist ganz gut. Ja, das könnte schlimmer sein. Also was mir Mut macht, ist, dass wir, glaube ich, im letzten Jahr, im Februar 2022, knapp an möglicherweise an einer wirklichen Katastrophe vorbeigeschrammt sind. Also worum ich mir ehrlich gesagt in den ersten paar Wochen des Krieges die meisten Sorgen gemacht habe, ist das, was ja eigentlich allgemein prognostiziert worden war, Putin durchmarschieren würde, also die Ukraine mehr oder weniger kollabieren würde innerhalb kürzester Zeit. Und ich habe mir damals große Sorgen gemacht über dieses verheerende Signal, das das gesendet hätte Richtung China. Ich habe das durchaus als Befürchtung gehabt, dass nach einem vielleicht erfolgreichen Krieg gegen die Ukraine wäre in so eine Art Belarus verwandelt worden, vielleicht der nächste Krieg in Europa dann der gegen Moldau gewesen wäre und dann vielleicht an irgendeinem Punkt, ne, und dann vielleicht im Herbst oder so Taiwan dran gewesen wäre. Und wir hätten den dritten Weltkrieg gehabt und dann hätten wir wirklich ein Problem gehabt und wir wären nicht im Ansatz darauf vorbereitet gewesen oder überhaupt vernünftig reaktionsfähig gewesen. Und das haben wir nicht erlebt, Gott sei Dank. Und zwar nicht nur, weil wir so einig und unerwartet stark reagiert haben, nein, weil die Ukraine so erstaunlich widerstandsfähig gewesen ist. Die Ukraine macht mir Mut. Dr. Häuske. Botschafter Häusken, dem Vizekanzler gebührt das letzte Wort. Ja. Trotzdem lassen Sie mich als Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und Veranstalter auch ein kleines Schlusswort sagen, bevor ich das tue. Einen inhaltlichen Punkt, was macht mir Mut? Mhm. Ich hatte ja gesagt, dass ich 4 Jahre Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York war und dieser Pessimismus, den man manchmal in Deutschland hört auf Veranstaltungen und alles geht Bach ab und so weiter. Wir haben als Deutschland weltweit einen hervorragenden Ruf. Wir haben über Jahrzehnte hinweg durch unsere zuverlässige Außen- und Sicherheitspolitik, durch unser Engagement weltweit uns einen sehr guten Ruf auch verdient. Und wir sind uns manchmal gar nicht bewusst darüber, wie gut dieser Ruf ist, und wir sollten das auch durchaus aktiver auch nutzen in der Außensicherheitswirtschaftspolitik und auf diese möglichen Partner auch aus dem globalen Süden noch mehr zugehen, denn wie gesagt, wir verfügen anders als ein paar andere Länder über diesen Ruf. Das macht mir Mut. Mir macht Mut, dass wir Veranstaltungen wie diese heute hier zustande kriegen, und möchte mich ganz ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier hingekommen sind, das Flensburger Publikum hier, das Podium, aber auch Sie haben ja schon Ihr Lob bekommen. Ich möchte es ausdrücklich nochmal, Frau Gloger, mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so einfühlsam diese Runde geleitet hat, und vielleicht können Sie ihr nochmal eine kleine Runde Applaus geben. Danke Ihnen. Und als allerletztes gehe ich hier raus, dass es in dieser Republik viele glückliche Menschen gibt. Ich bin als Rheinländer der Meinung, dass wir Rheinländer eigentlich die glücklichsten sind. Das ist immer so. Das ist Frohsinn, was Sie meinen. War nicht das Gleiche. Okay. Die Zukunft, sagt der freie Schriftsteller Robert Habeck, ist eine Aufgabe. Weder wird es so schlimm kommen, wie wir befürchten, noch wird es so gut werden, wie wir erhoffen, sagen Sie. Ja, das habe ich schon gesagt. Was macht Ihnen Mut da drin? Ich
glaube auch, dass die eigentliche Konfliktlinie im Moment zwischen liberalen Gesellschaften und autoritären Staatsformen verläuft. Und im gewissen Sinne sehen wir das in der Ukraine. Natürlich hat der Krieg viele Facetten und das kann man nicht gleich verallgemeinern, aber da ist etwas im Umbruch oder ist jedenfalls etwas umkämpft. Das glaube ich auch. Das ist sozusagen die große politische Herausforderung unserer Zeit, die sich dann immer wieder spiegelt in all den anderen Fragen, die wir ökonomisch und energiepolitisch und klimapolitisch zu bewältigen haben. So, und was macht mir Hoffnung? Ich glaube, dass Diktatoren alle Angst haben vor ihrer eigenen Bevölkerung. Die werden nicht abgewählt, die können nicht sagen, naja, waren jetzt 6 Jahre, die wollen mich nicht mehr, ich gehe nach Hause und dann mache ich irgendwas anderes oder so. Die müssen immer fürchten, gestürzt zu werden, Angst haben um ihr Leben, Angst haben, ihre Macht zu verlieren, Angst haben, angeklagt zu werden, Angst haben, verurteilt zu werden. Und wir nicht. Ja, wir können uns streiten, wir können uns kappeln, wir müssen gar nicht einig sein, aber wir können irgendwie entspannter miteinander umgehen und aus dieser Entspanntheit Kraft und Mut holen. Und was macht mehr Mut? Dass wir Mut haben können und keine Angst haben müssen. Naja, so ein Mutmachmoment, mit dem ich Sie mit großem Dank fürs Zuhören, für Ihre klugen Fragen, für die Statements, die Kommentare, für Ihr Dasein, für Ihr Zuhören und natürlich auch an die Teilnehmenden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Ihre klugen Gedanken, Ihr Innehalten und dafür, dass ich Sie jetzt alle in leise Räume entlassen darf. Dankeschön, dass Sie da waren. Einen schönen Abend Ihnen.